Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht darf ich Sie dann bitten, wieder Platz zu nehmen. Wir würden gerne fortsetzen mit unserer Schlussrunde heute für den ersten Tag, die Zukunft der Verwaltung in der digitalen Welt. Am Ende wird es eine Diskussion darüber, was Sie heute alles gehört, gesehen, gelesen haben, dass das nochmal aufgearbeitet wird. Wir haben eine Arbeitsteilung verabredet. Der Moderator macht hier nur den Eingang. Der Minister moderiert sich und alle anderen gleich selbst an. Darauf freuen wir uns. Es ist dann fast wie im WDR, vor allen Dingen, weil wir jetzt genau um 17.15 Uhr, Herr Minister, Sie führen ein ganz modernes Ministerium, weil das, wenn Sie nämlich hochkommen, wird das gleich im Internet auch alles übertragen. Also die Einschaltquoten sind schon mal gesichert. Ich habe gehört, dass Ihr Ministerium dafür gesorgt hat, dass es viele gibt, die da zuschauen werden. Ich bin gespannt auf diese Diskussion. Genau. Ich bin gespannt auf diese Diskussion und will jetzt nicht den Fehler machen, dass der Moderator vorher alles weggibt. Nur ein, zwei Bemerkungen, weil Sie ja heute im Laufe des Tages nicht da waren. Natürlich brauchen wir Infrastruktur und hier ist sicherlich anerkennend diskutiert worden, dass die Bundesregierung eine ganze Menge tut. Die Infrastruktur bei dem Thema digital ist das eine. Die Menschen, wie sie dann damit umgehen, in den Verwaltungen, aber auch in den Unternehmen, das ist das andere. Wir haben dann viel gehört über skandinavische Länder heute Morgen. Mit einiger Bewunderung ist das hier sicherlich aufgenommen worden. Wir haben auch gehört, dass in Skandinavien der Umgang mit der digitalen Welt ein ganz anderer ist, weil die offensichtlich von der Mentalität ganz anders darauf eingehen. Und genau das wird sicherlich spannend zu sein. Kann man da irgendetwas von lernen? Das Vertrauen, was da herrscht, kann man das übertragen? Ich habe so auf den Fluren viele skeptische Bemerkungen dazu gehört. Ich bin gespannt, wie Sie das gleich diskutieren werden. Ich freue mich darauf. Wir haben jetzt eine Runde. Herr Minister, Sie moderieren selbst und jetzt passiert etwas, was der Moderator nie tut. Er gibt sein Mikrofon gleich weiter. Also herzlich willkommen, Herr Minister, und die Runde, die hier diskutieren wird. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich und will kurz erklären, was es mit diesem für Sie seltsamen Format auf sich hat. Das ist nicht die erste dieser Runden, sondern bestimmt die vierte oder fünfte dieser Dialogforen, die wir im Innenministerium und auch ich selbst persönlich moderiert habe. Wir hatten eines zum Datenschutz, wir hatten eines zu Big Data, wir hatten eines zu sehr spannend Digitales und Ehrenamt. Wie verändert sich das Ehrenamt und durch die Digitalisierung? Und ehrlich gesagt haben wir jetzt diesen schönen Kongress genutzt, auch um erstmal dieses Format zu zeigen, aber auch das Thema eben prominent zu diskutieren vor der Weltöffentlichkeit, die jetzt zuhören und mitdiskutieren kann. Und ich hoffe, Sie haben auch etwas davon. Ich weiß nicht, ob es hier auch parallel Kommentare gibt. Das hatten wir bei anderen Veranstaltungen auch. Wir haben uns einen Kreis zusammengestellt, der zu dem Thema Staat und Verwaltung, Digitales und moderne Anwendungen sicher viel beitragen kann. Wir haben bis 19 Uhr Zeit, vielleicht 10 vor, dann kann man noch dem Moderator ein kleines Resümee übergeben, wie er das findet. Und in der Tat hoffe ich, dass wir dann ein bisschen weiter sind. Ich will auch gar nicht groß einführen, sondern vor allen Dingen Sie alle locken und fragen, wo sind wir gut, wo sind wir schlecht?
Woran liegt es, dass wir schlecht sind? Ich habe eben Herrn Ludewig schon zugeflüstert, bei den skandinavischen Staaten, alles keine föderalen Staaten, sind also Kommunen, Länder und Bund wirklich ein Hemmnis oder nicht? Oder welche Chancen liegen darin? Welche sind die Schlüsselprojekte, die wir haben könnten? Wir haben ja sehr stark instrumentell gedacht. Wir haben gesagt, jetzt haben wir einen elektronischen Personalausweis, dann geht die Post ab. Wir haben die E-Mail und dann wird die Anwendung nur so regnen. Und wir haben gesehen, beides sind ganz gute Instrumente und auch international gelobt, aber die Anwendungen sind nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ähnlich haben wir es bei der Gesundheitskarte gehabt und vielen anderen Projekten. Also was könnten eigentlich die Anwendungen sein, auf die wir zwingend brauchen? Das alles wollen wir diskutieren und zwar mit, sind wir eigentlich schon online? Darf ich mal, ja, das leuchtet da, genau, mit Herrn Klaus Dauderstedt, Bundesvorsitzender des Beamtenbundes, Herrn Professor Hauswirth, Institutsleiter des Fraunhofer Instituts, da sitzt er, genau, dann Herr Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, aber hier auch für die kommunale Familie insgesamt, Herr Ludewig, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats und auch sonst ein früher schon schlanker Staat und vielen Schlachten erprobter Kämpfer für moderne Verwaltung, sagen wir es mal so. Herr Riemensberger, Vorsitzender der Geschäftsführung Accenture. Herr Staatskowski, Staatssekretär für Inneres und Sport des Landes Berlin und Vorsitzender des IT-Planungsrates in diesem Jahr. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was das ist und wie wir da vorankommen. Frau von Delden, Präsidiumsmitglied des Bitkom. Hier setze ich auch als bekannt voraus, was Bitkom ist. Klaus Fitt, Generalbevollmächtigter für Informationstechnologie und Prozessmanagement in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. Und die BA hat ja auch dort einen bemerkenswerten Weg gemacht gegenüber früher, auch was IT-Anwendungen angeht. Und kann uns dabei vielleicht auch helfen. Es gibt ein paar Spielregeln für diese Runde. Es wird nur das übertragen, was mit dem Mikrofon gesagt wird. Deswegen bitte ich alle, sich zu äußern. Ich bitte auch dann jedes Mal, wenn man sich äußert, nochmal den Namen zu sagen, weil ja die Millionen an den Bildschirmen und im Netz nicht genau sich ihre Stimme merken können, vom ersten zum zweiten Mal. Ja, das müssen wir schon machen. Und ich nehme mir das Recht, dann auch die zu langen Wortbeiträge zu unterbrechen und auch mal einen Zwischenruf zuzulassen, damit wir vielleicht eine lebendige Diskussion bekommen. Ich fange mal mit einer ersten Runde an. Und zum Status, zur Lageeinschätzung, Digitalisierung und öffentliche Verwaltung. Wo stehen wir? Fangen Sie an. Ich glaube, das wird auch Sie bitte noch mal einen Namen kurz sagen, Funktion. Sonst geht es nicht. Mein Name ist Klaus Fitt, Bundesagentur für Arbeit. Ich glaube, dass wir schon gut unterwegs sind. Herr Minister, Sie hatten ja gesagt, ein paar Infrastrukturelemente sind implementiert. Wir müssen uns darauf einstellen als öffentliche Verwaltung, dass immer mehr Kunden das Internet nutzen möchten, um ihre Anliegen bei der Verwaltung abzuwickeln. Wir nennen das bei uns, wir begegnen unseren Kunden dort, wo unser Kunde ist. Das bedeutet, der Kunde hat die Wahl, ob er persönlich das Anliegen vorbringen möchte, per Telefon, per Post oder über das Internet. Darauf müssen wir uns einstellen. Die normalen Kanäle decken wir gut ab. Den Internetkanal, da glaube ich, haben wir Verbesserungsbedarfe. Denn der Internetkanal muss auf den Kunden ausgerichtet sein, es muss einfach für den Kunden sein und es muss ausgerichtet sein auf die Kundenanliegen. Da haben wir bei uns und ich glaube in vielen Bereichen noch viel Potenzial. Darf ich mal fragen, Sie arbeiten ja nicht nur im luftleeren Raum als BR, sondern Sie haben Schnittstellen zu
Hartz-IV-Behörden, wenn sie sie nicht selber betreiben, zu Jugendämtern vielleicht, zu Ausländerbehörden, zu Jobcentern aller Art, wenn sie nicht selber betreiben, kommunalen Behörden. Wie ist da, wie können Sie damit umgehen? Wie sind die Schnittstellen? Funktioniert das? Wie können Sie dazu noch ein Wort sagen als BA? Ja, klar. Ich nehme ein konkretes Beispiel, ist ja die Jugendberufsagentur. Wenn man in die Zukunft schaut, wird man immer mehr im öffentlichen Bereich in Netzwerken arbeiten. Das kann man heute auch. Nur wenn man effizient in einem Netzwerk zusammenarbeiten möchte, das heißt unterschiedliche Behörden in einem Netzwerk arbeiten, dann braucht man auch eine gemeinsame Sicht auf die Kundendaten. Und da haben wir noch ein paar Herausforderungen, dass wir den Datenschutz dahingehend weiterentwickeln müssen. Da gibt es einfach Grenzen und da muss man schauen, wie da eine Lösung aussieht. Weil die Netzwerkarbeit wird ein wesentliches Element sein. Ist das ein Datenschutzthema oder auch ein technisches Thema der Schnittstellen? Klaus Fitt wieder. Ich würde mal die kühne Behauptung aufstellen, wenn alles andere geregelt ist, technisch finden wir immer eine Lösung. Ist eine Frage der Zeit und des Aufwandes, die findet man. Aber die Rahmenbedingungen, da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Ich verstehe die Vorbehalte, kann ich auch gut nachvollziehen. Nur wir brauchen eine Lösung, wenn man in Netzwerken zusammenarbeiten möchte. Dankeschön. Herr Hauswirth, Sie haben das Wort. Wo stehen wir? Manfred Hauswirth, Fraunhofer Fokus. Ich erlaube mir mal, mehrere Länder zu vergleichen. Als Österreicher hatte ich den Umweg über ein sehr föderales Land, nämlich die Schweiz, dann Irland und jetzt in Deutschland. Ich bin also mit der vierten öffentlichen Verwaltung in Kontakt now. Jetzt. Man glaubt nicht, was 8 Jahre im englischsprachigen Ausland mit der eigenen Muttersprache anstellen können. Also was mir bei der deutschen Verwaltung sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass ich ein Ergebnis habe. Also Prozesse sind genau definiert, werden angestoßen und enden immer mit einem klar definierten Ergebnis, wenn auch nicht immer klar ist, wie lange dieses Ergebnis dauert. Was mir als schwierig in Deutschland aufgefallen ist, ist beispielsweise, dass es Technologie gibt, die es in Europa sonst nirgends gibt, Beispiel digitaler Personalausweis, der aber noch nicht genügend genutzt wird. Also wenn man beispielsweise nach Deutschland übersiedeln will oder in Deutschland Dinge tun will und man hat keine Postanschrift, ist man... Verdächtig. Nö, aber man ist etwas auf verlorenem Posten. Man ist etwas. Das war der Innenminister, um es mal zu sagen. Ja, wir möchten schon gerne wissen, wer wo ist. Das. Okay, da haben Sie auch recht, gerade in der Verwaltung. Nö. Also um auf den Punkt zu kommen, was man in Deutschland vielleicht mehr vorantreiben könnte, Sie haben es ja schon erwähnt, man schaut nach Skandinavien, man schaut nach Estland, man schaut nach anderen europäischen Staaten, ist, dass man versucht, Digital by Default einzuführen. Also sprich, im positiven Sinne Bürgerinnen und Bürger an digitale Dienste heranführt und wenn es dann nicht funktioniert, Hilfestellung leistet. Statt umgekehrt zu sagen, okay, es ist, man geht aufs Amt, aber man ermöglicht auch die digitale Inanspruchnahme von Dienstleistungen, das Ganze mal auf den Kopf zu stellen und sagen, okay, Sie machen das ja bereits beispielsweise im Steuersystem sehr erfolgreich, verwendet bitte unsere digitalen Dienste, so lernen wir, wie wir auch besser werden können. Und wenn ihr Probleme habt, dann gibt es Stellen, wo ihr hingehen könnt, wo ihr beraten werdet, wo euch geholfen wird, um diese Dienste auch in Anspruch zu nehmen. Gut, kommen wir darauf zurück. Herr Staatskowski. Ich glaube, das E-Government... Nochmal sagen, genau, wer Sie sind und was Sie machen. Andrea Staatskowski, Staatssekretär im Land Berlin. Die E-Government und die ganze Diskussion darum ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Themen, die wir haben. Das sage ich nicht, weil wir hier im Fachpublikum sitzen, sondern weil aus meiner festen Überzeugung es eine einmalige Chance bietet, die Frage des Mehrservice für den Bürger zu verbinden, auch mit einem schlanken Staat, auch mit den Notwendigkeiten einer Haushaltskonsolidierung.
Und das ist und bleibt letztendlich für uns auch in der öffentlichen Verwaltung eine Herausforderung. Dabei muss man unterscheiden, einmal was die Bürger und Bürgerinnen betrifft. Da ist das Bild genauso differenziert, wie es wahrscheinlich auch für die Verwaltung differenziert ist. Wir haben auf der einen Seite enorme Nutzerzahlen. Wir haben auf der Berliner Service-Seite zurzeit monatlich knapp 7 Millionen Zugriff auf diese Seite. Das heißt, kann man da was erfahren oder auch was bearbeiten lassen? Nein, auch wir haben auch direkt medienbruchfreie Online-Verfahren. Insgesamt sind es 71 Dienstleistungen der Berliner Verwaltung, auf die man dort Zugriff hat. Das heißt aber nicht, dass alle medienbruchfrei sind, sondern eine gute Handvoll sind davon medienbruchfrei und wir arbeiten daran, die Zahl dann deutlich zu erhöhen. Übrigens zusammen mit dem Fraunhofer Fokus-Institut haben wir inzwischen 100 der wichtigsten Dienstleistungen der öffentlichen Hand identifiziert, die wir auch auf dieser Seite dann mit dem letztendlichen Ziel einer medienbruchfreien Abbildung realisieren wollen. 7 Millionen, das ist, finde ich, unheimlich viel. Auf der anderen Seite kennen wir die Akzeptanzzahlen von E-Government in Deutschland und da liegen wir bei der Hälfte dessen, was Österreich beispielsweise bietet. Das heißt, da haben wir einen erheblichen Nachholbedarf und deswegen haben wir als Land Berlin, als Vorsitzland des IT-Planungsrates, das auch zu einem des Jahresthema gemacht, unseres Vorsitzes, um die Akzeptanz von E-Government-Verfahren und natürlich auch den Ausbau von Online-Transaktionen zu fördern und zu unterstützen. Zunächst mal auch in Form einer Arbeitsgruppe, die wir gebildet haben, wo konkrete Vorschläge erarbeitet werden sollen, wie wir dieses auch weiter voranbringen können. Vielen Dank. Herr Dauderstedt, wo stehen wir? Klaus Dauderstedt, DBB Beamten und Tarifunion. IT ist für Verwaltung natürlich nichts Neues. Aber wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen in den unterschiedlichen Verwaltungen. Und aus dem Blickwinkel der Mitarbeiter mal gesehen, ist ein Veränderungsmanagement unbedingt als Begleitung notwendig, um mit einbezogen zu werden. Wir sehen ganz deutlich, dass die Mitarbeiter auf der einen Seite Befürchtungen haben, dass ihre Arbeit entwertet wird durch immer leistungsfähigere IT-Einrichtungen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Chancen, die sich durch die IT-Struktur ergeben, in der Veränderung der Arbeitswelt, in mehr Arbeitszeitsouveränität, in mehr Telearbeit. Also da gibt es Perspektiven, die groß sind. Wir haben einen Kulturwandel vor Augen. Wir müssen uns von strikten Ressortprinzipien denken, lösen, Querschnittsaufgabenverständnis entwickeln und wir müssen dabei eben auch formale Zuständigkeitshürden, die es gibt, vielleicht überwinden. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass ein und derselbe Vorgang nicht auf einem Schreibtisch liegt und dann irgendwann weitergegeben wird an einen anderen ebenfalls vielleicht Zuständigen, sondern dass er von mehreren gleichzeitig behandelt werden kann. Also das sind große Herausforderungen an die Beschäftigten auch und da müssen wir alle gemeinsam mitwirken, dass die Modernität, die wir haben wollen, als Dienstleister für den Bürger hier keine unüberwindbaren Hürden aufbaut. Vielen Dank. Herr Riemensberger. Ja, Frank Riemensberger, ich bin der Vorsitzende der Geschäftsführung von Accenture Deutschland, Bitkom-Präsidium und habe zusammen mit dem Professor Kagermann von der Akatech die letzten 2 Jahre an dem Industrie 4.0 Anschlussbericht geschrieben, die Smart Service Welt. Da drin haben wir auch einige Gedanken zur modernen Verwaltung formuliert. Die Internetwirtschaft denkt ganz konsequent vom Nutzer aus. Was wünsche ich mir vom Staat? Ich wünsche mir vom Staat ein Konto, in dem ich bekannt bin, eine sichere Identität, da kann ich mich einloggen. Dieses Konto soll auch eine Bezahlfunktion haben, dass ich sozusagen dem Staat nicht nur namentlich, sondern auch finanztechnisch bekannt bin. Und dann möchte ich über dieses Portal oder dieses Service-Portal alle meine Vorgänge im Staat regeln. Ob ich mein Auto anmelde, ob ich umziehe, ob ich meine Grundsteuer bezahle, ob ich meine Kinder anmelde oder alle anderen Funktionen. Das ist konsequent vom Nutzer aus gedacht. Das gilt für die Bürger als auch für die Firmen. Wir im Land haben eigentlich alle Bausteine dafür. Wir haben sie nur nicht zusammengesetzt und wir haben sie nicht skaliert. Und Sie würden uns das auch gerne verkaufen? Och, wir würden gerne dabei helfen, ganz klar. Nein, das war jetzt nicht böse gemeint, sondern verständlich natürlich. Wir haben dieses Bürgerkonto in der Koalitionsvereinbarung ja stehen, ist auch Teil der digitalen Agenda. Die Umsetzung, wir kommen vielleicht noch drauf, ist nicht trivial. Vielen Dank. Herr Ludewig. Ja, Johannes Ludewig, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats. Aus unserer Sicht stellt sich das so dar, ich glaube, es gibt in Deutschland sehr viele gute Ideen und gute Techniken, aber diese Dinge zusammenzubringen, dass sie effizient genutzt werden können, das klappt noch nicht so richtig. Und
die Zuständigkeiten, mit denen wir eben groß geworden sind, die ganze Verwaltung, wo wir seit 100 Jahren eben so und so organisiert sind, stimmt eben nicht überein mit den Bereichen, wo bestimmte Techniken, die heute da sind, effizient genutzt werden können. Und das ist das Problem. Ich sage mal ein Beispiel. Also der Normenkontroll hat sich mal mit dem ganzen BAföG-Modell beschäftigt. Und das wird in den Ländern mit drei ganz unterschiedlichen Modellen abgewickelt, die nicht miteinander kompatibel sind und jeder macht dann etwas anderes, sodass auch der Austausch also nicht funktionieren kann. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel, auf der Bundesebene. Wir machen ja alle Gesetzgebung, die obersten Organe, also der Bundesrat, der Bundestag, die Bundesregierung, die einzelnen Ministerien. Jeder erfindet aber seine eigene E-Akte. Ja, und da passt natürlich, das ist keine effiziente Nutzung dieser Dinge. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Ich sage nochmal, wir haben gute Ideen, wir haben auch gute Techniken, aber wir bringen das nicht so richtig zusammen, wie das jetzt effizient genutzt werden kann, weil das eben bedeutet, dass vorhandene Strukturen Zuständigkeiten, Kompetenzen abgeben müssen, ein Stück Macht abgeben müssen. So, und das fällt wahnsinnig schwer und da haben wir keine Mechanismen innerhalb der einzelnen Ebenen und natürlich auch über die Ebenen hinweg, ja, um das sozusagen dem Priorität zu geben. Das ist unser großes Problem und um das noch ein bisschen zu unterstreichen, ich glaube, das spüren wir nicht so richtig, weil es Deutschland im Moment gut geht und die Steuereinnahmen sind reichlich und deswegen wird dieses Problem nicht so richtig spürbar. Aber es geht um Milliarden und ich glaube, dass wir hier von dem Punkt, wo wir eigentlich sein könnten, wir als führendes Land auch wirtschaftlich in Europa, dass wir da noch weit hinterherhinken hinter dem, was wir da auf die Beine stellen könnten. Vielen Dank, Herr Landsberg. Herr Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Wie sind die Kommunen aufgestellt? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie in allen Bereichen. Es gibt gute, sehr gute und besonders gute Kommunen. Ich glaube, ein Hauptproblem in unseren Verwaltungen ist, das hat Herr Ludewig auch ein bisschen schon thematisiert, dass man glaubt, man kann Verwaltung einfach digitalisieren und dann läuft es genauso wie vorher. Nein, das tut es ganz sicherlich nicht. Man muss Verwaltungsvorgänge völlig neu aufstellen. Das sind Riesenchancen, man kann kooperieren und Ähnliches. Nur dafür brauchen Sie natürlich Mitarbeiter, die eine gewisse Begeisterung haben. Es gilt der alte Grundsatz, das haben wir noch nie gemacht und das ist immer gut gegangen, brauchen wir nicht fort dafür, wie der Kölner sagen würde. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den halte ich noch für wichtiger. Digitalisierung können wir nicht für, sondern nur mit den Bürgern machen. Das heißt, wenn die Bürger nicht mitziehen, dann können sie so viele Online-Angebote machen, wie sie wollen. Sie werden ja nicht in Anspruch genommen. Sie kennen das ja vom digitalen Personalausweis. Und da würde ich sagen, da haben die Kommunen noch eine riesige Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn sie im Moment sich vor die Bürgerämter stellen, ist ja Ferienzeit, dann merken die Leute, ich brauche einen neuen Ausweis. Dann bilden sie lange Schlangen. Also was wir geschafft haben, sie können fast in jeder Stadt online den Termin bekommen. Aber die Zahl der Personen, die tatsächlich von dem Personalausweis Gebrauch macht und das online beantragt, die ist, ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, sie ist verschwindend gering. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, dafür zu werben. Und da muss man sagen, die ganzen Diskussionen über die Sicherheit von Daten haben leider das Instrument, was am besten ist, nämlich den digitalen Personalausweis, in Misskredit gebracht. Der Bürger traut eigentlich gar nichts mehr. Und ich glaube, dass Kommunen da ein gutes Scharnier sein könnten. Und es ist alternativlos. Das ist auch ein Begriff, den man eigentlich außerhalb von Währungsdiskussionen gar nicht mehr führen darf. Aber es gibt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, auch der Alterungsprozesse in der Verwaltung, keine Alternative, als die Dinge zu beschleunigen, die Bürger mitzunehmen und viele Vorgänge einfach im Netz abzubilden. Und wir sind nicht schlecht, aber wir sind auch nicht super gut. Frau von Delden. Sehr gerne. Katharina van Delden, ich bin Geschäftsführerin und Gründerin der InnoSabi GmbH. Wir entwickeln Plattformen für Crowdsourced Innovation und ich bin im Präsidium des Bitkom aktiv, engagiere mich da vor allem für die Interessen junger Unternehmen und Startups, denn dazu gehören wir von InnoSabi, auch gegründet 2010. Wenn wir über digitale Dienste sprechen und all die Themen, die jetzt gerade schon angesprochen worden sind und heute auch den Tag über diskutiert worden sind, ist in meinem Hinterkopf immer irgendwo das Gefühl, na, das ist doch eigentlich Hygienefaktor. Ja, warum sprechen wir denn darüber? Es ist doch uns eigentlich allen klar, dass wir da hin müssen und dass wir unsere Dienste auch in der Verwaltung digital anbieten müssen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, bietet nicht die digitale Vernetzung
wirklich eine Chance für mehr Mitsprache, für Transparenz und für Partizipation. Denn wenn wir an Digitalisierung denken, denken wir vor allem auch an einen Kulturwandel in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren. Und ultimativ wirkt sich das auch darauf aus, wie sich Bürger und die Wirtschaft mit der Verwaltung austauschen wollen. Also von daher, ich glaube, die Diskussion darf nicht bei dem Anbieten der digitalen Dienste selbst aufhören, sondern muss darüber hinausgehen. Ja, vielen Dank für die erste Runde, de Maizière, Innenminister. Ja, das ist schon wichtig, glaubt mir, das war uns ja nicht das erste Mal. Wenn ich mal jetzt das versuche zusammenzufassen, und wir sind ja wirklich eine Diskussionsrunde, so ist die Analyse gemischt. Sie sagen, wir brauchen ein Bürgerkonto, das erwarte ich. Herr Ludewig sagt, wir müssen einfach mal die Dinge zusammenführen, die einzelnen Ideen sind ganz gut. Herr Landsberg sagt, die Kommunen müssen einfach mal aufklären. Herr Fitt ist ganz zufrieden für die Arbeitsagentur, sagt, der Datenschutz könnte irgendwie ein bisschen besser sein. Herr Schatzkowski sagt, das bringt Einsparungen und deswegen gehen wir da voran. Ich weiß nicht genau, ob unser Problem nicht ist, dass der eine immer auf den anderen wartet. Ich fange mal beim Thema Einsparung an. Bisher kostet alles nur mehr Geld. Und wenn man dann sagt, naja, aber sonst hätten wir mehr ausgegeben, ist das nicht so gut nachweisbar. Und natürlich sind viele Anbieter auch wie Drogenhändler. Es wird sozusagen, ja, wird sozusagen die Basis verkauft. Wird das Basisprodukt verkauft, dann wird man abhängig gemacht und dann kommen die Updates. So, Sie sagen, um Sie jetzt nochmal bewusst misszuverstehen, sagt Frau von Dellen, wir brauchen erstmal Kulturwandel, sonst wird es nichts mit den Anwendungen. So haben Sie es nicht gesagt, sondern ich will Sie provozieren. Wir haben jetzt sicher Zuständigkeitsprobleme, die eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Was haben wir gekämpft bei der Föderalismusreform 2? Eine ganz schmale Grundgesetzänderung im Blick auf Transparenz irgendwie hinzubekommen. Und Frau Rogal-Grote kommt immer frohgemut von den Sitzungen des IT-Planungsrates zurück. Sie auch wahrscheinlich, da ist sicher auch viel mehr möglich. Herr Dauderstedt sagt, wir müssen die Mitarbeiter auch von innen mitnehmen, die Anwendungen machen. Datenschutz ist sicher ein Thema. Ich habe mir das Thema Schriftlichkeit nochmal ausgedacht. Wir haben aufgeschrieben, wir haben jede Menge Anforderungen in unseren Gesetzen, wo Schriftlichkeit im herkömmlichen Sinne oder Erscheinen angeordnet ist. Wir wissen, das Innenministerium arbeitet mit einer sehr großen Fleißarbeit daran, das jetzt alles zu überprüfen. Und ich weiß nicht genau, ob wenn einer auf den anderen wartet und sagt, ja, jetzt müssen wir mal das machen und das machen, ob das zum Ziel führt. Und deswegen ist meine Frage nochmal an die Beteiligten, ob nicht mit Speck fängt man Mäuse, ob wir nicht uns verständigen könnten in diesem Land auf 5, 6 große Anwendungen. Die Herr Ludewig hat mal eine mit erfunden, nämlich im Blick auf die Abrechnung von Beschäftigten, wie hieß Elena. Ja? Das wäre für die Wirtschaft ein großer Schritt, hat nicht funktioniert. Und, ja, aus vielerlei Gründen, da kann man jetzt lange darüber berichten. Aber ob nicht wir sozusagen Leitprojekte entwickeln müssen, die auch ebenenübergreifend sind. Ich kann mir immer noch die Kfz-Zulassung vorstellen. Seit ich bei dem IT-Gipfel oder bei der CeBIT bin, wird mir vorgestellt, es klappt jetzt und steht kurz vorm Durchbruch. Und eigentlich klappt es eben nicht. So, jetzt sind wir bei der Abmeldung dran irgendwie. Und das ist wirklich etwas, was übergreifend irgendwie gehen könnte. Ich habe noch einen Punkt vergessen, der ein Hemmnis ist. Viele haben, gerade die Guten, haben viel investiert und sagen, jetzt kommt ihr mit den Schnittstellen oder mit der Vereinheitlichung und jetzt ist unser bisheriges Geld im Eimer, übernehmt doch unser System. Und dann klappt es natürlich auch nicht. Also könnten wir nicht versuchen, uns zu verständigen
Ich hatte die Hoffnung, die Gesundheitskarte könnte so etwas sein. Da gibt es auch eine Reihe von Problemen, aber da liegt der Anwendungsvorteile liegen sowas von auf der Hand. Also wo liegen auch für den Personalausweis bei der sicheren Identifizierung ist ja etwas, wäre der Weg nicht, dass wir nicht über Bürgerkonten und Zuständigkeiten und Föderalismusformen reden, sondern irgendwie versuchen, wir konzentrieren uns auf 5 Anwendungen und die ziehen sozusagen alles mit und dann wird der Vorteil offenbar. Ist das richtig und was könnten denn solche Anwendungen sein? So. Herr Hauswirth. Manfred Hauswirth, Fraunhofer Fokus. Ja. Also ich halte als Wissenschaftler sehr viel von dem Vorgehen. Bevor man das ganze Problem global angeht, ist es einfach wichtig, Dinge rauszufinden, wo der Schuh richtig drückt. Vielleicht müsste man den Gedanken noch etwas weiter treiben. Und ich sage das jetzt mal in meiner eigenen Sprache, die nicht verwaltungstechnisch ist. Vielleicht müsste man von E-Government, und jetzt werden Sie mich gleich rügen, Herr Innenminister, zu No-Government kommen. No-Government im Sinne von proaktiv sein. Also beispielsweise die Fälle, die Sie erwähnt haben. Wenn man ein Auto kauft, muss man das Auto auch anmelden. Also das könnte doch automatisch angestoßen werden. Wenn ich ein Kind bekomme, sind bestimmte Verwaltungsabläufe anzustoßen. Das könnte doch automatisch mit der Geburt vom Krankenhaus durch die Meldung automatisch angestoßen werden. Und ich bin mir sicher, dass Sie in all diesen Fällen diese Dinge, diese Technologien, die bereits existieren, wie Personalausweis, E-Akten, Sie müssen Prozesse miteinander verbinden, etc., gut miteinander kombiniert werden könnten, und zwar zum Vorteil des Bürgers. Jetzt frage ich Sie bei der Kfz-Anmeldung. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, kann ich mir das noch vorstellen. Aber wir haben Millionen von Gebrauchtwagen, die über das Internet vermittelt werden, A verkauft an B. Wie soll jetzt der Staat, die Kommune ist ja im Regelfall oder sonst jemand, sagen, aha, da habe ich einen, jetzt mache ich dir mein Angebot. Woher soll der das wissen? Vielleicht muss man da die Schwelle einfach senken. Wenn man einfach sagt, okay, wenn du keinen Neuwagen kaufst, geh hier hin, gib die Daten ein und der Rest läuft im Hintergrund. Ich glaube, man hat als Staat eine riesengroße Chance, zu vereinfachen, indem Bürger einfach merken, das spart mir Zeit, das spart mir Kopfzerbrechen, das läuft automatisch ab und diese Verfahren existieren ja. Wie das in der Praxis aussieht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich als Wissenschaftler zu wenig Bescheid über den täglichen Verwaltungsablauf, würde ich mir auch nicht anmaßen. Aber ich bin mir sicher, dass Sie kluge Köpfe haben, die sich den ein oder anderen Anwendungsfall, wie von Ihnen skizziert, Herr Minister, überlegen könnten und sagen, okay, das wäre doch was, das würde den Leuten richtig Zeit sparen und Dinge vereinfachen. Jedenfalls die Grundidee, die habe ich verstanden, zu sagen, jetzt warten wir nicht, dass der Bürger zu uns kommt, und dann bieten wir eine Anwendung, die ohne Erscheinen und ohne Schriftlichkeit irgendwie zur Schnelligkeit führt, sondern wir sagen als Verwaltung, du hast ein Problem, wir helfen dir und dann besonders gut, wenn du es digital löst. Die Verwaltung weiß es ja im Grunde genommen auch am besten, wie die Abläufe effizient ablaufen. Herr Staatskowski, darf ich Sie noch mal fragen? Sie haben gesagt, Sie wollen die 100... sind ja nun Stadt und Land in einem von Berlin. Sie wollen die 100 gebräuchlichsten Anwendungen machen. Welche sind das? Haben Sie das ermittelt? Also eine Baugenehmigung, aber was streiten wir bei Funktionalreformen zwischen großen Landkreisen und Städten? Wer ist zuständig für die Bauverwaltung? So. Aber so viele Baugenehmigungen in einem Leben beantragt man eigentlich nicht. Aber andere Dinge mehr. Also was sind denn die... Sind es Rentenversicherungsauskünfte? Sind sie nicht zuständig? Aber da kann ich mir vorstellen, spielt da eine große Rolle. Was sind denn die Hauptkontakte eines Bürgers mit der Verwaltung? Sei es, dass die Verwaltung auf den Bürger zugeht, Stichwort, der will Geld haben, der Staat oder so, oder der Bürger etwas vom Staat will. Haben Sie das mal ermittelt? Welche sind das? Ja, wir haben einen genauen Überblick darüber, wie sich die Zugriffe verteilen und was die Bürger nachfragen. Das überrascht jetzt wahrscheinlich gar nicht die ganz klassischen Dinge.
Ummeldung, Anmeldung, Personalausweis, Pass und so weiter. Nicht, dass diese Dinge jetzt alle medienbruchfrei bereits beantragt werden können, aber man informiert sich darüber, man druckt im Zweifelsfall Formulare aus, man macht Termine da, in diesen Angelegenheiten und so weiter. Und das sind mit Abstand die 4, 5 wichtigsten Dinge mit einem Anteil, würde man sagen, von ungefähr knapp 50%, die nachgefragt werden. Die anderen Dinge, die zerteilen sich dann in ganz kleinere Margen, die nichtsdestotrotz zwar wichtig sind und auch nachgefragt werden. Übrigens, Baugenehmigung ist etwas, was bei uns elektronisch nahezu medienbruchfrei funktioniert. Und auch zum Beispiel auch Baumfällgenehmigungen und ähnliche Dinge. Also da gibt es dementsprechende Angebote. Wenn ich nochmal ganz kurz auch auf die andere Frage zu sprechen kommen darf. Standardisierung, wenn man das als Baustein versteht, so wie Sie es gesagt haben, Herr Minister, als eine Form von IT-Architektur, die wir in Form von Bausteinen bilden, um sie dann standardisiert einzusetzen. Das wäre etwas, was uns mit Sicherheit weiterbringen würde. Und da könnte übrigens das Servicekonto, was das Land Berlin zusammen mit Accenture für den IT-Gipfel gerade vorbereitet, ein ganz wesentliches Element auch mit sein. Und der Bund hat ja bereits in einem Punkt so etwas wie einen Baustein gesetzt, nämlich in die DE-Mail. Sie haben über dem Kfz-Bereich die DE-Mail als Standard der Kommunikation vorgegeben. Das hat bei uns dazu geführt, dass die Senatsfinanzverwaltung, die sich erstmal geweigert hat, ein DE-Mail-Portal mit zu finanzieren, mit dem Hinweis, der Bund hat das aber vorgegeben, wir müssen das tun, und man klein beigegeben hat und gesagt hat, okay, wenn ihr es machen müsst, dann muss das Land Berlin das auch bezahlen und dann werden wir auch in der Lage sein, das ebenfalls von unserer Seite aus aufzubauen. Also auch Standards, die beispielsweise auch die Bundesrepublik setzen kann, sind durchaus hilfreich, um dann weiterzukommen und um diese Bausteine zu haben, die dann womöglich genau zu dem führen, wie Sie es angesprochen haben. Könnte der IT-Planungsrat solche Standards setzen? Und welche Wirkung hat das dann in den Ländern? Als jemand aus dem Land müsste ich jetzt, wenn ich politisch korrekt bin, antworten. Hier hat keiner mit, außer die Weltöffentlichkeit. Sie können also nochmal Staatskowski Berlin. Sollen wir nicht vergessen. Also noch einmal, wenn politisch korrekt, müsste ich jetzt antworten, ja, selbstverständlich. Ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich leichter, wenn die Bundesregierung an der einen oder anderen Stelle, natürlich durchaus in Form einer engen Kommunikation, das schließt ja das eine mit dem anderen nicht aus, dann auch von sich aus bestimmte Standards setzt. Bei der E-Mail, teilweise sogar gegen den Widerstand der Bundesländer, hat die Bundesregierung es gemacht, mit der Folge, wie ich es beschrieben habe. Ja, wer kann was sagen, wo sind große Anwendungen? Ist es eher der Bund, die Länder, Kommunen und wer das sozusagen dem methodisch Richtige vorgeht? Also ich glaube, Landsberg steht in meinem Mund. Ich glaube, man muss, wenn man den Bürger im Auge hat, auf das Lebenslagenprinzip achten. Was macht der Bürger am meisten? Es ist ja nicht die Beantragung des Personalausweises, das macht er alle 10 Jahre. Aber der Fall Auto, Anmeldung, Umziehen. Das sind die klassischen, da hat jeder was irgendwann mit zu tun. Und deswegen müsste man sich, finde ich, auf diese, nennen das mal so Leuchtturmprojekte konzentrieren. Und man müsste vielleicht nochmal überlegen, das ist natürlich nicht die Meinung der Spitzenverbände, aber meine, ob man nicht einen Gebührenanreiz schafft. Die Leute schauen schon aufs Geld. Wenn man sagen würde, wenn du das online machst, dann kostet das deutlich weniger. Das ist übrigens in der Wirtschaft üblich. Wenn Sie auf Ihre Telefonrechnung bei der Telekom verzichten und sagen, ihr braucht mir die nicht schicken, ich kriege die nur online, dann zahlen Sie 2,36 Euro weniger. 2,36 Euro ist sicher ein toller Anreiz, aber ob wir nicht in dem Gebührensystem da einen starken Anreiz setzen könnten, den würden die Bürger auch annehmen, da bin ich ziemlich sicher. Da wird ja auch gemosert, ich höre das immer und wieder, der Personalausweis sei viel zu teuer, dann erklären wir, was da alles hintersteckt, das ist ja auch nicht so ganz ohne. Die Kommunen haben ja auch immer gefordert, dass unser Anteil zu gering ist, aber ob man nicht über die Gebührenschiene diesen Anreiz für den Bürger erhöhen könnte und dann sich auf die Dinge konzentriert, wo jeder möglichst schnell mal mit zu tun hat. Und das ist meiner Ansicht nach eben diese klassische, was Sie auch dargestellt haben, Anmeldung, Ummeldung, Autokauf, Autoverkauf. Johannes Ludewig, Gaum-Kontrollrat. Ich denke, man muss einfach Beispiele setzen. Und zwar, ich komme mal zurück auf diese Kfz-Geschichte. Das ist ja auch so ein Projekt, das läuft ja, das gibt es ja, dieses Projekt. Aber das Projekt war schon mehrfach, also kurz vor dem Ableben. Ja? Und das zeigt einfach, es fehlt natürlich auch die politische Unterstützung.
wenn Sie das politisch nicht unterstützen und sagen, jawohl, das wollen wir jetzt auch in 2 Jahren oder wie 3 Jahren geklärt haben, dann funktioniert, wenn das runtergeht auf den Ebenen, und ich bin in dieser Steuerungsgruppe, die sich mit diesem Projekt beschäftigt, ich will das hier nicht im Einzelnen darstellen, ja, aber da könnte ich mir vergnügungspflichtigere, steuerpflichtigere Unternehmungen vorstellen als dieses. Es fehlt einfach die Unterstützung. Und dann bleibt es in irgendwelchen Fachdetailfragen, wo die Projekte dann drohen zu scheitern. Man muss etwas wollen. Wenn man etwas will von oben und sagt, so, dafür setzen wir Fristen, das kommt, dann kommt das auch. Ich will noch ein anderes Beispiel. Also um nochmal den Punkt draufzusetzen, Sie können es nicht von der Meinung und der Haltung eines Referatsleiters abhängig machen, ob er jetzt gerade Lust oder nicht Lust hat, ob solche Projekte in den Bach runtergehen, ja oder nein. Ja? So. Herr Ludewig, jetzt bin ich Spaßbremse. Wer ist beim Kfz-Projekt oben? Wer ist oben? Der Bund, die Länder, die kommunalen Spitzenverbände, wer ist das? Ja, das ist ein Projekt, bei dem sowohl die Länderseite vertreten ist, wie auch der Bund. Die Federführung liegt beim Bundesverkehrsminister. Und ich will Ihnen weitere über die Höhepunkte dieser wunderbaren Veranstaltung nicht im Einzelnen berichten. Aber nicht, um uns selber jetzt nach vorne zu bringen, aber wenn in bestimmten Situationen der Normenkontrollrat, dessen Aufgabe das ja eigentlich gar nicht ist, nicht eingegriffen hätte, wäre das Projekt tot. So, also nur damit man sieht, welcher Enthusiasmus mit solchen Projekten da üblicherweise einhergeht. Ja. Ich könnte Ihnen noch mehr von, ich sage mal, BAföG habe ich schon erwähnt. Der Normenkontrollrat, dessen Aufgabe das auch nicht primär ist, hat ja mal ein Projekt BAföG gemacht, wo wir uns gefragt haben, warum gibt es nur ein Land, wo Sie das überhaupt elektronisch abliefern könnten? Das liegt jetzt 3 Jahre zurück, das war damals Bayern. Studenten können normalerweise damit umgehen, warum funktioniert das nicht? Und dann kommen Sie auf diese ganzen Details, dass sich irgendwo Strukturen herausgebildet haben, ganz unterschiedliche Systeme, die nicht kompatibel sind und keiner weiß genau, wie bringen wir das jetzt eigentlich wieder alles zusammen. Und gewollt wird es eigentlich auch nicht, wir machen lieber weiter wie vorher. Und das können Sie nur überwinden, wenn oben klar gesagt wird, wir wollen das. Fristen gesetzt werden und dann klappt das auch. Letztes Beispiel. Wenn der Bund natürlich vorangehen würde, das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dieses leidige Thema dieser E-Akte, und man könnte mal die führenden Institutionen, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Ministerien, würden sich jetzt mal auf ein System einigen und sagen, jawohl, danach wird diese Akte gemacht. Und die läuft dann durch und das kann man wirklich nach draußen vorzeigen. Das ist eigentlich mehr als naheliegend, aber eigentlich wollen will das eigentlich keiner so richtig. Und deswegen klappt es auch nicht, ja? Weil das wäre Wir hatten heute Morgen ja diesen CIO der estnischen Regierung hier. Warum hat das in Estland geklappt? Bei aller bedingten Vergleichbarkeit, kein föderaler Staat, viel kleiner und so weiter. Nicht? Weil die Regierung dort gesagt hat, wir wollen das, wir machen das. Und der hat so schön gesagt, die Aufgabe der Politik ist, wie er das heute Morgen formuliert hat, die Ziele vorzugeben. Und dann sollen sie mal das den Ingenieuren überlassen, wie wir das umsetzen. Ja? Das machen wir aber nicht. Wir haben Ziele und dann kommen die Zuständigkeiten und dann klappt gar nichts mehr. Und das ist das Problem. Den Beifall werden wir jetzt hier mal rausschneiden aus der Übertragung. Herr Remisberger. Ja, Frank Remisberger von Accenture. Ich mache mal ein Positivbeispiel, wo es geklappt hat im Land. In einer anderen Industrie. Ich bin zu Accenture gekommen vor 28 Jahren, als wir die deutsche Terminbörse hier in Deutschland aufgebaut haben. Und was waren denn die Bausteine? Da hat sich der Börsenverein zusammengetan, über 50 Banken weg, und die haben gemeinsam gesagt, lass uns mal ein Marktmodell machen. Dann haben sie sich auf eine Plattform geeinigt, auf eine. Dann haben sie gesagt, ein paar Sachen sind wichtig. Jeder, der sich an eine Börse dranhängt, der muss namentlich identifizierbar sein, der muss auditierbar sein, denn da geht es um Geld. Zweitens haben sie die Abrechnung im Griff gehabt, also wie sie sozusagen die Zahlungsströme machen. Und drittens, sie haben Ökosysteme zugelassen. Wie gesagt, wir haben die Plattform, wir haben den Nutzer identifiziert, wir haben Zugriff auf seinen Geldbeutel und jetzt bauen wir Ökosysteme. Die haben auch angefangen mit 5 Funktionen. Und dann haben sie gesagt, wir bauen aber ein Ökosystem auf, dass aus den 5 auf der gleichen Plattform 10, 15, 20 werden können. Übrigens, so funktionieren alle großen Internetmodelle heute. Und wenn wir da rein wollen, da schließe ich mich schon ein bisschen mit Herrn Ludewig an, dann müssten wir uns in Deutschland auf eine Plattform verständigen, wo wir den Bürger oder die Firma, das Unternehmen,
ganz klar identifizieren, autorisieren können, wo wir den Zugriff aufs Geld haben. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Und sozusagen wirklich konsequent vom Nutzer denken. Wenn ich heute alle die digitalen Angebote, die wir gerade besprochen haben, die gibt es übrigens heute. Die skalieren noch nicht. Und sie finden sie kaum. Und deswegen, wir brauchen hier einen konsequenten Einstieg. Wir brauchen eine Plattform. Wir brauchen sichere Bezahlfunktionen auf der Plattform. Und dann brauchen wir den Willen darauf, Ökosysteme zuzulassen, wo möglichst vielen Servicedienstleistern, wo bei jeder Behörde im Föderalismus auch ein Mitglied des Ökosystems sein kann. So wird es funktionieren. Klaus Sauderstedt, Beamtenbund und Tarifunion. Also unsere ganze Verwaltung ist ja sehr rechtsförmlich aufgebaut. Und in der Juristenausbildung lernt man als erstes immer zu prüfen, örtliche Zuständigkeit, sachliche Zuständigkeit, am Ende noch vielleicht, wer bezahlt was, wenn was veranlasst werden muss. Und unter diesen Kriterien erleben wir das alles jetzt im Augenblick. Dieser Kulturwandel, der vollzogen werden muss, Herr Landsberg hat es angedeutet, da gibt es die Basis, die nicht mitmachen will, weil es immer schon anders gelaufen ist. Da gibt es möglicherweise aber auch die Vorgesetzten-Ebene, die das nicht mitmachen will, weil sie von der Altersstruktur sich mit der IT-Kultur gar nicht angefreundet hat. Und junge Mitarbeiter, die kommen und das können und Vorschläge machen zur Änderung und zur Reform, auch abblocken. Und deswegen brauchen wir da Qualifikation, Weiterbildung. Und das kostet natürlich Geld, nicht nur für die Systeme, sondern eben auch für die Menschen, die da mitgenommen werden sollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Organisationsreformen häufig hilfreich sind, auch IT-Entwicklungen zu begleiten. Weil der Zwang, zusammenzugehen, ich denke jetzt mal an Organisationsreform Rentenversicherung, wo viele Träger zusammengehen mussten, dann auch die Notwendigkeit erzeugt haben, die IT-Systeme zu vereinheitlichen. Und wir haben noch Riesenspielräume da, was zu erledigen. Wir haben 15.000 Stellen in diesem Land, die Beihilfe für Beamten produzieren. Und wenn man da ansetzen würde, Dienstleistungszentren etabliert, wie der Bund das zum Beispiel jetzt ja vorhat, dann sieht man auch, welche Widerstände überwunden werden müssen, Zuständigkeiten abzugeben und neue Kanäle zu schaffen, die IT-tauglich sind. Letzter Punkt, wir haben ja gegenüber dem Bürger Parallelverfahren vorzuhalten. Die einen wollen gerne IT-zugängliche Arbeit bekommen, die anderen wollen aber nach wie vor auf konventionelle Art behandelt werden. Und das wird nicht im nächsten Jahr aufhören, sondern das wird sich noch über Jahrzehnte hinwegziehen. Und wenn wir den Bürger nicht vor den Kopf schlagen wollen, dass das dann nicht mehr funktioniert, wenn er nicht den IT-Zugang wählt, dann ist das also auch eine langfristige, doppelte oder dreifache Arbeit, die wir uns da aufbürden müssen. Herr Demeser, Innenminister, nochmal, dann kommen Sie dran. Sie haben was Schönes gesagt. Wenn es Strukturveränderungen gibt, aus anderen Gründen, dann folgt auch die IT oder dann ist es leichter, IT zusammenzuschmeißen. Unser Kernproblem ist aber, dass wir dazu kommen müssen, dass IT Strukturveränderungen zur Folge hat. Und das wollen die, die in den Strukturen leben, gerade nicht. Weil das dann auch Machtfragen sind. Wer ist für irgendwas zuständig? Oder scheinbare Machtfragen, wer für irgendwas zuständig ist. Und wir diskutieren sehr stark sozusagen von innen her, da bin ich ganz bei Accenture, und weniger vom Nutzer her. Deswegen bin ich bei diesem Anwendungsansatz so hinterher, ob das etwas sein könnte. Und dann bin ich gleich nochmal eine Spaßbremse beim Thema Sicherheit. Aber da komme ich dann gleich zu. Frau von Delden und Herr Witt nochmal. Van Delden, Inosabi. Der Herr Riemensberger hat ein Wort fallen gelassen, das mir als Unternehmerin natürlich in meinem Home-Turf spielt, und zwar Skalierung. Ja. Die Frage, warum skalieren die Angebote nicht, die wir heute haben? Und auch hier mit der Sichtweise eines IT-Unternehmers und eines Internetunternehmers die Frage, was könnte denn Skalierung ermöglichen, was könnte die Ausweitung ermöglichen? Da gibt es aus IT-Unternehmer-Sicht zwei Antworten. Ja. Antwort Nummer eins, ich muss auf Schnittstellen setzen, ich muss sichere Systeme schaffen, an die es möglich ist, sich anzudocken und so natürlich auch komplett neue Geschäftsmodelle, neue Wege für Kreativität zu schaffen. Also das Beispiel, was wir sicher alle schon lange nicht mehr hören können, aber immer noch stimmt, warum ist Apple mit seinen Smartphones so erfolgreich geworden? Weil nämlich die Möglichkeit da war, weil sie sich als Plattform verstanden haben mit vielen Schnittstellen und die Möglichkeit, sich daran anzudocken. Und ich glaube, das gilt genauso für die Verwaltung und für die Skalierung auch digitaler Angebote. Ist hier nicht von vornherein zu sagen, wir wissen genau in allen Bereichen, wie es ideal ausgestaltet werden muss, sondern wir können eine sichere Basis schaffen mit 6 bis 7 Leitprojekten beispielsweise, die wir dann aber
mit Schnittstellen APIs ausstatten, dass diese skalieren können. Und die Frage Nummer zwei, und ehrlich gesagt, da reden wir so ein bisschen über den Elefanten im Raum, ist Benutzerführung. Ja. Warum kann die Verwaltung nicht wie jeder andere auch ein ordentliches User-Interface-Testing machen, ehrlich gesagt? Ja. Warum müssen wir uns mit Benutzer-Interfaces rumschlagen, die definitiv sich nicht anfühlen wie moderne Interfaces? Ich bin felsenfest überzeugt, dass jede Datensicherheitsanforderung auch mit einer angenehmen Benutzerführung verbindbar ist. Und als kleine Werbung vielleicht für den Bitkom an dieser Stelle hat, gibt es bei Bitkom viele, viele Startups, die Ihnen doch gerne bei helfen, das zu testen, mit denen Sie zusammenarbeiten können. Also um es kurz zu fassen, ich sehe zwei ganz wichtige Themen bei der Skalierung digitaler Angebote der Verwaltung. Nummer eins, Schnittstellen, offene und sichere, zugleich sichere Systeme schaffen. Und Nummer zwei, eine Benutzerführung, die es dem Nutzer tatsächlich einfacher macht, seine Belange auch online zu regeln, einfacher als tatsächlich den Behördengang zu machen. Frank Riemensperger, setze ich gerade ein Beispiel drauf. Stellen Sie vor, Sie zahlen Ihre Grundsteuer und da sagt die Bürgerportal-App, willst du nicht gleich noch deinen Strafzettel bezahlen, wie bei Amazon? Tja, dann sagt der Datenschützer, woher weiß der das? Herr Witt. Klaus Witt, Bundesagentur. Wenn man ein Leuchtturmprojekt und eine Lösung haben möchte, eine Anwendung, die überall eingesetzt wird, ist ja die Fragestellung, wo brauche ich Individualität und wo kann ich mit Standards leben? Nehmen wir an, die Frage habe ich beantwortet. Es ist relativ einfach, für diesen Standard auch eine Anwendung bereitzustellen. Und dann muss ich die Anwendung so gestalten, jetzt komme ich auf das Thema, ich kann keinen Kunden zwingen, irgendeinen Kontaktkanal zu benutzen. Ich muss meine internen Arbeitsabläufe und Prozesse so ausrichten, dass es völlig egal ist, über welchen Kontaktkanal der Kunde sein Anliegen einbringt. Da muss ich als Verwaltung mit umgehen können. Voraussetzung ist, meine Prozesse sind kundenorientiert und kundenkontaktkanalübergreifend vereinheitlich. Ansonsten, wenn ich ein Online-Angebot habe, drucke ich das hinten aus und gehe dann in die unterschiedlichen Bearbeitungsformen, das wäre schlecht. Aber Hauptpunkt aus meiner Sicht ist, wo lassen wir Individualität noch zu und wo kann man mit Standards leben, da kann man querbeet durchgehen. Denn die Frage ist, wenn ich den Standard dann einführe, welchen Nachteil habe ich in der Verwaltung und vielleicht frage ich dann noch, welchen Nachteil hat der Kunde. Und nehmen wir an, der Kunde hat keinen Nachteil, dann ist ja die Frage, warum setze ich da nicht den Standard ein? Und ich glaube, dass viele Diskussionen an dem Punkt scheitern. Darf man noch einen Zwischenruf machen? Also ich Klaus Dauderstedt, Klaus Dauderstedt, Beamtenbund, ich bin dankbar für diesen Hinweis, weil die öffentliche Verwaltung darf eins nicht werden, wenn Sie manchmal irgendeine Firma anrufen und landen in der Telefonschleife und hören dann zum 27. Mal, dass Sie auch über die Internetseite so und so Ihr Anliegen vortragen können, dann sind Sie nachher so genervt, dass Sie darauf verzichten, einen persönlichen Ansprechpartner zu bekommen und wählen vielleicht den Internetzugang. Das darf im öffentlichen Dienst in der Tat nicht passieren. Wir müssen den Bürgern alle Wege nach wie vor offen halten. Ich möchte nochmal die Arbeitsagentur einmal nachfragen. Sie haben ja an sich eine Kunden, sagen Sie, die zu Ihnen kommen. Entweder ein Unternehmer, der sagt, ich brauche einen Mitarbeiter, oder ein Mitarbeiter, der sagt, ich möchte gerne eine Leistung von Ihnen haben. So, jetzt haben wir aber Langzeitarbeitslose. Wir haben schwer vermittelbare Jugendliche, für die wir ganz viele Programme machen und politisch viel darüber streiten, wie man das alles geht. Die kennen Sie vielleicht noch gar nicht oder die haben irgendwo mal was von Ihnen gewollt. Wie gehen Sie auf die zu? Ich bin jetzt, verfolge seine Spur, der Staat soll auf die zugehen, die vielleicht ein Problem haben, was man digital besser lösen kann. Und wie finden Sie die denn? Sie haben gesagt, ich mache Kanäle auf, ja gut, verschiedene, aber wenn jetzt keiner kommt, aber das für Sie, für Ihren gesetzlichen Auftrag wichtig ist, die zu finden und denen ein Angebot zu machen, wie machen Sie das? Klaus Witt, Bundesagentur für Arbeit. Wir haben erstmal Folgendes gesagt, auf der einen Seite, ich nenne jetzt mal die Langzeitarbeitslosen, das sind dann für sich Kunden, die brauchen eine intensive Betreuung. Und wir haben auf der anderen Seite, wir nennen das marktnahe Kunden, die haben es sehr leicht und sehr einfach, wieder einen Job zu finden. Und die Grundidee ist, für die marktnahen Kunden Online-Angebote anzubieten,
sodass der marktnahe Kunde sich fast selbst bedienen kann, vermitteln kann und der personelle Aufwand überschaubar ist. Und die frei werdenden Ressourcen wollen wir dazu einsetzen, dass wir die schwierigen Kunden, die mehrere Hemmnisse haben, wieder in Arbeit bringen. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und dort diese Kunden intensiver betreuen. Das ist so die Grundausrichtung. Wie machen wir das? Da gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir nutzen zum Beispiel Ansätze, sehr flexible Kundendatenbestände auszuwerten. Aber immer nur der Betreuer, der verantwortlich ist für diese Kunden. Denn wir haben festgestellt, ich nehme das Beispiel Langzeitarbeitslose, das ist nicht eine homogene Kundengruppe. Die ist sehr inhomogen und es gibt Langzeitarbeitslose vom Profil, wo man den Eindruck hat, dass dieser Langzeitarbeitslose schwer zu vermitteln wäre. Wenn man sich den aber etwas näher ansieht, sieht man, es gibt aber Berufszweige, da ist es möglich, dort eine Vermittlung vorzunehmen und daraus zu lernen, sozusagen Selbstlernesysteme aufzubauen, um so etwas zu tun. Aber Grundprinzip ist, marktferne Kunden intensiver persönlich zu betreuen, marktnahe Kunden eher über den Online-Kanal. Aber wir zwingen den Kunden nicht auf den Online-Kanal, um das mal eindeutig zu sagen. Der Kunde wählt es. Da ist ja die Frage, wie attraktiv mache ich diesen Online-Kanal? Und da bin ich beim Benutzerinterface sehr einfach, sehr attraktiv für den Kunden. Lebenslagen muss ausgerichtet sein auf das Kundenanliegen und nicht auf irgendwelche Strukturen, die wir intern haben. Und das machen wir komplett und überarbeiten das. Vielleicht darf ich noch ein Beispiel dazu sagen. Wir haben einen Begriff und haben es so definiert, wir begegnen unseren Kunden dort, wo unser Kunde ist. Und wenn der Kunde das Internet nutzen möchte und ein Laptop benutzen möchte oder ein Smartphone, dann müssen wir in der Lage sein, ihm sämtliche Angebote, Dienstleistungen im Internet über diese Plattform anzubieten. Und darauf richten wir alles aus. Könnte sein, dass wir in der, de Maizière Innenminister, dass wir in der Allgemeinverwaltung es genau umgekehrt haben. Da, wo wir das Massengeschäft haben, verlangen wir persönliches Erscheinen. Und da, wo wir nicht so viele Massengeschäfte haben, sagen wir, es geht auch schriftlich. Also ja, wenn ich, empirisch gesehen, wenn ich jetzt sehe, Meldung, Meldewesen müssen wir erscheinen, Kfz müssen wir erscheinen, kann man auch faktisch, die reichen Kunden erscheinen trotzdem nicht, das macht das Autohaus, da geht es irgendwie trotzdem, Fragezeichen. So. Also sozusagen den Ansatz muss man im Grunde umkehren und sagen, da, wo ganz viele Leute kommen mit relativ einfachen, Tätigkeiten, Ummeldung innerhalb Berlins, da geht es auch ohne Erscheinen. Und Kfz auch. Also, und das setzt wieder ein Denken vom, sozusagen vom Menschen. Ich scheue mich immer bei der Verwaltung von Kunden zu reden. Herr Dahlstedt und ich reden über diese Frage oft. Der Staat hat nicht nur ein Verhältnis zum Bürger, zum Kunden. Wenn man irgendwie eine Zwangsvollstreckung macht, ist es irgendwie schlecht zu sagen, da kommt jetzt mein Kunde. Das empfindet er als zynisch. Nein, nein, wir haben auch, wir müssen auch hoheitliche, es gibt schon noch hoheitliche Befugnisse und da ist nicht so ohne weiteres mit Kunden. Das muss man schon aufpassen. Aber egal, jedenfalls da, wo die Bürger viel kommen, da bauen wir große Büros. Wir sind super schnell, dass man nicht so lange warten muss. Man kriegt eine Nummer, man sagt, sie dürfen auch in einer Stunde wiederkommen und so. Aber das sind eigentlich Umwegkonstruktionen, die wir eigentlich, wie wir das Erscheinen, nicht so lange machen. Aber im Grunde müssen wir Wege daran arbeiten, dass man das Erscheinen vermeidet. Mindestens mal bei der Auslieferung zum Beispiel. So, aber jetzt hatten Sie sich nochmal gemeldet und Herr Landsberg, bitte. Mein Vertrauensvorsitz, Fraunhofer Fokus. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, und das ist die Zusammenfassung eigentlich, für mich die Zusammenfassung mehrerer Wortmeldungen, ist, dass der Staat was vorgibt. Sie sagen einfach in diesen Fällen mal digital by default und da würde ich Ihnen beispielsweise widersprechen. Wenn Sie es nicht tun, wird es auch nicht in Anspruch genommen oder getan. Und im Steuerwesen wurde das ja bereits getan und soviel ich höre, auch sehr erfolgreich. Ganz vielen, da könnte Herr Ludewig und ich könnten da viel erzählen, mit ganz vielen Kinderkrankheiten, bis das alles geklappt hat. Wie viele GmbHs da gegründet und umgegründet wurden bei den Finanzbehörden, war ein langer Leidensweg. Aber jetzt geht es einigermaßen. Ja, aber jetzt kann man sagen, es ist ein toller Erfolg. Und beispielsweise könnte man ja auch versuchen, Sie haben gerade das Massengeschäft, ich nenne es mal so, in der Verwaltung angesprochen, dass man da die Bedürfnisse der Verwaltung mit den Bedürfnissen des Bürgers vereinbart. Als Beispiel war die Beantragung des Personalausweises vorm Urlaub. Das weiß man ja, das passiert jedes Jahr.
die Verwaltung stöhnt, der Bürger stöhnt, kann man da nicht die zwei Dinge zusammenbringen, beispielsweise, ich habe ja die Ablaufdaten. Lieber Bundesbürger, liebe Bundesbürgerin, dein Personalausweis läuft während deines Sommerurlaubs ab. Kann man anstoßen, kann man erinnern, selbst eine Erinnerung würde da helfen. Und ich glaube, da würden Sie auch die Verwaltung auf Ihrer Seite haben, weil das würde Ihnen unglaublich viel Arbeit ersparen und abnehmen. Dazu kommt Herr Landsberg jetzt dran, auch wenn er sich, ich weiß nicht, ob er sich gemeldet hat. Doch, also Landsberg, Städte und Gemeindebund, also diese Erinnerung findet statt. Das braucht man nicht mehr erfinden. Also in vielen Städten findet das statt, mit einem Vorlauf von 3-4 Monaten. Das Problem ist, der Bürger muss es natürlich lesen und dann auch handeln. Und das tut er manchmal erst, wenn er seine Reiseapotheke zusammenpackt. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz zurückkommen auf das Thema Standards. Da sind ja Kommunen immer sehr dagegen. Also wir sind immer gegen Standards, weil wir uns selber verwalten und das auch alles ganz toll können. Trotzdem glaube ich, dass das unverzichtbar ist. Es gibt ein schönes Beispiel, wo uns Standards richtig Geld gespart hätten. Das ist nämlich der Aufbau der Homepages von 14.000 Städten in Deutschland. Da hat jede Stadt etwas gemacht, der eine gut, der andere schlecht. Wir haben damals als Spitzenverband versucht zu sagen, macht doch ein Grundsystem. Natürlich muss jeder sich individuell darstellen, Berlin anders als München, das ist schon richtig. Aber so ein Grundsystem, was auch die Menüführung für den Bürger vereinfacht. Das hat nicht funktioniert und die Drogenhändler haben richtig gut Geld dran verdient. So. Und aus meiner Sicht müssen wir verhindern. Dann sind die Ersten gekommen und haben gesagt, ja, das darf nicht nur ein Schaufenster sein, sondern da muss man auch was machen können. Das war ja praktisch der Vorlauf. So, und jetzt sind wir in der Phase, das befürchte ich, dass viele Städte was Tolles machen, dafür auch toll Geld ausgeben und andere machen was weniger Tolles und geben noch mehr Geld aus. Und deswegen glaube ich, dass wir in dem Bereich Standards brauchen. Wir brauchen Bausteine und ich weiß, dass das schwierig ist mit Ländern und Föderalismus, aber das ist einfach notwendig und das könnte man mit diesen Leuchtturmprojekten vielleicht machen. Und wenn wir dann den einen oder anderen Mitarbeiter nicht mehr im Straßenverkehrsamt bei der Zulassung brauchen, wir haben genug andere Aufgaben, wo wir ihn sicher brauchen können. Herr Ludwig. Gut, die Frage, ich glaube, diese Ideen sind ja alle richtig. Wie kommen wir dahin? Und praktisch jetzt. Und ich bin nochmal von meiner Überzeugung ausgehen, wenn es nicht eine Unterstützung von oben gibt, laufen diese Dinge nicht. Man könnte zum Beispiel ja, wenn zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenz, den IT-Planungsrat, der ja so diese Schnittstelle darstellt zwischen der Bundesebene und den Ländern und damit auch den Kommunen. Der könnte dem ja mal sagen, so jetzt nach bestimmten Kriterien, Bausteine, was ich was, ihr sucht jetzt mal 10 Projekte, die nach eurer Auffassung sozusagen den größten Skaleneffekt und die größten Effekte also bieten. Und dann macht man einen Vorschlag und dann wird das so, dieser Vorschlag wird dann auch oben von der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin abgesegnet und dann wird das gemacht mit Fristen und so weiter. Dann kriegt die Sache natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Dann wird das auch ernst genommen. Bisher, bei allem Respekt von dem IT-Planungsrat, der kann sich treffen und alle möglichen Diskussionen führen. Aber die Stringenz, die sich daraus ergibt, ist nicht so weit vom Nullpunkt entfernt. So, und deswegen. Also, ich will mich da nicht wiederholen, aber ich möchte das nochmal deutlich machen. Wenn es diese Unterstützung, diese, auch Ihr Beispiel zum Beispiel eben, nicht? Dass jede Stadt macht da irgendwas. Warum? Weil es ist ja niemand. Es gibt kein Projekt. Es gibt nicht. Und deswegen denke ich noch, dass man sich da mal klar wird, wo sind denn, sagen wir mal, die 10 großen Antriebe, die uns wirklich was bringen würden. 10 Projekte. So, aber die werden, und das ist mein Punkt, die werden nur laufen, diese Projekte, wenn wir das gemeinsam wollen in unserem föderalistisch komplizierten Gebilde. Dann kommen auch die Skaleneffekte, wenn das über die Ebenen hinweg dann auch gemacht wird. Aber dazu braucht man eben dann diese breite Unterstützung. Herr Minister, Innenminister, ich will noch mal was sagen zu der Frage, wer ist oben? Die im PIT-Planungsrat und die das machen, machen das meistens in Zugleichfunktion. Sie wahrscheinlich auch aus Berlin und Frau Rogal-Grote bisher auch. Wenn ich mich, da würde ich gerne Accenture gleich nochmal hören, wenn ich mich in der Wirtschaft umhöre, ist an der Konstruktion der CEOs in den letzten 10 Jahren auch unendlich viel gebastelt worden. Macht das der Vorstandsvorsitzende selbst? Macht das irgendeiner daneben? Wie passt das in die Matrix und so? Da ist ja ganz viel experimentiert worden. Die Zugleichsfunktion hat den Vorteil, dass man sozusagen über eine andere Autorität, das nehme ich mal als Ministerpräsident, irgendwie oben was machen kann. Aber man hat so viele Aufgaben, dass das irgendwie nebenbei läuft. Wenn man die Zugleichsfunktion beendet und einen oben angesiedelten, starken
IT-Anker, Powerpunkt hat. Was ich jetzt, hat sich herumgesprochen mit dem dritten IT-Staatssekretär, mit dem dritten Staatssekretär, der nur IT macht, im Bundesinnenministerium irgendwie machen will. Besteht wiederum umgekehrt die Sorge, dass der dann sozusagen alleine läuft, rumstrampelt, eine neue Säule entsteht und sich mit Technikern umgibt und auch nicht die Kraft hat. Also wie ist das Problem denn eigentlich zu lösen? Wie organisiert man das so, dass die oben, deswegen greife ich den Begriff mal ein, oben entscheiden, auch was von Technik verstehen, aber auch von Durchsetzbarkeit, und trotzdem Zeit genug haben, diese ewigen Kämpfe zu führen? Also, meldet sich keiner? Doch, bitte. Landsberg, Städtung und Gemeindebund. Ich glaube, dass wir mit der Digitalisierung nicht weiterkommen, wenn Sie nicht die Führungskräfte dafür begeistern können. Und Sie müssen einem Bürgermeister klarmachen, und das gelingt ja auch häufig, dass das für ihn auch ein kommunalpolitischer Mehrwert ist. Er kann plötzlich seine Bürger anders beteiligen, er steht als Modernisierer da, er kann eine bessere Verwaltung darstellen, die Leute müssen weniger lang warten. Das sind ja alles Argumente, die in jedem Kommunalwahlkampf eine Rolle spielen. Wenn Sie die Spitzenleute nicht begeistern, dann wird das Projekt scheitern. Und das können Sie an ganz vielen Kommunen in Deutschland sehen. Da sind in einer Region, in einer Kommune läuft es super und in der Nachbar, die eigentlich doch die gleichen Rahmenbedingungen, läuft es schlecht. Und wenn Sie sich dann das Führungspersonal anschauen, dann wissen Sie, warum das so ist. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auf solchen Konferenzen wie hier Begeisterung für diese Dinge beim Führungspersonal zu wecken und auch die Chancen, die da drin stecken. Das geht ja noch viel weiter. Wenn Sie heute Kommunalwahlkampf machen und Sie greifen nicht mehr auf soziale Netzwerke zurück. Da haben Sie in vielen Städten überhaupt keine Chance mehr. Das heißt, diese Neigung, solche Dinge zu befördern, die ist eindeutig da, nur vielleicht müssen wir sie noch mehr fördern. Herr Landsberg, nochmal eine Nachfrage. Der begeisterungsfähige und begeisterte Bürgermeister, gut und schön. Aber wie ist die Organisation darunter, eine Stufe darunter? Also, macht das der Ordnungsdezernent, macht das der Kämmerer so nebenbei, brauchen wir einen eigenen IT-Bürgermeister? Oder, ja. Also das ist auch sicherlich eine gute Idee, aber nochmal, wenn der Bürgermeister begeistert ist, dann wird er einem, der sein Ohr hat, damit beauftragen. Das ist eine Querschnittsaufgabe. Sie können das nicht im Ordnungsbereich machen. Gegebenenfalls müssen Sie dann eine Stelle schaffen für einen IT-Beauftragten, der ja in die verschiedenen Ämter auch reinregieren muss. Und wenn er seinen Chef da nicht im Kreuz hat, wird er nichts erreichen. Dann werden die sagen, lass ihn mal reden, dem Chef ist das eh egal. Und deswegen glaube ich, das hängt an der Führungsperson. Ludwig Norm, Kontrollrat. Ich möchte da noch mal ich kenne mich natürlich am besten auf der Bundesebene aus. Und das ist immer eine Mischung, wenn Sie vorankommen wollen. Sie müssen auf der einen Seite, Sie müssen schon was zu sagen haben. Und auf der anderen Seite natürlich müssen Sie auch die Leute motivieren. Das ist immer eine Mischung aus beiden. Um mal konkret zu sagen, wenn es jetzt einen IT-Staatssekretär gibt und das ist der CIO der Bundesregierung, dann müsste man auch konsequent den Schritt gehen und sagen, kein Ressort kann in einer wichtigen Angelegenheit hier Investitionen vornehmen, ohne dass dieser CIO zustimmt. Ja? So. Ich würde im ersten Anlauf nicht so weit gehen zu sagen, dass er bestimmt sozusagen. Ja, das geht nicht. Er muss natürlich auch werben, aber die anderen müssen wissen, da müssen wir irgendwie durch diese Engpass müssen wir durch. Wir brauchen diese Zustimmung. Das ist so ein bisschen, Analogien sind immer natürlich falsch, wir erleben das ja auch beim Normenkontrollrat. Die Leute wissen, jedes Gesetz läuft durch. Und dann wird vorher schon mal angerufen und gesagt, so, also wie sieht das aus, gibt das da die oder die Reaktion und so weiter. Sie müssen schon auch ein gewisses Machtinstrument haben, sonst werden Sie im Apparat nicht ernst genommen. Das ist einfach so. Ja, das muss nicht sein, dass Sie allein bestimmen, aber ohne Sie läuft nichts. So, und wenn das mal klar ist, ja, dann kriegen Sie eine ganz andere Diskussion und dann kriegt das auch einen ganz anderen Stellenwert. Und das wäre, weil Sie da so konkret gefragt haben. Nicht? Auf der Bundesebene würde ich sagen, es gibt einen CIO und ohne ihn laufen keine, sagen wir mal, Investitionen ab einer bestimmten Schwelle, die wichtigeren, in den Bundesministerien. Und dann wird sich schon eine Diskussion entwickeln, die zu einem Skaleneffekt und zu ähnlichen Dingen führt. Der Hauptverbündete für dieses Modell ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, der bei unserem Vorschlag zur IT-Konsolidierung exakt das vorgesehen hat. Und der Normenkontrollrat. Und der Normenkontrollrat. Aber Sie glauben gar nicht, wie viele verfassungsrechtliche Gutachten es aus den Ressorts gibt, dass das also ein
schlimmer Verfassungsbruch mit dem Ressortprinzip sein. Deswegen ist es ja so gut, Herr Minister, wenn das aus einem Verfassungsressort kommt, diese Idee. Dann passt das prima zusammen. Deswegen stammt die Idee ja auch von mir. Das werden wir jetzt mal. So, jetzt würde ich gerne Herrn Schapskowski zu der Frage, der Machtfrage im Durchsetzen und zu Gleichfunktionen und so etwas sagen. Und dann Herr Riemsberger nochmal. Ja, Berlin Schapskowski. Zunächst mal, in Berlin gibt es kein CIO. Und wir haben auch es abgelehnt, bisher diesen Begriff in irgendeiner Form bei uns jedenfalls anzusiedeln, schlicht und einfach, weil es eben keine Zugriffsmöglichkeit gibt. Wir koordinieren die IT-Politik des Landes Berlins. Es gibt 74 unterschiedliche IT-Dienststellen mit ihren eigenen Haushalten, mit ihren eigenen Sicherheitskonzepten, mit ihren eigenen IT-Beauftragten. Wir haben allerdings, muss ich dazu sagen, auf der anderen Seite gerade ein E-Government-Gesetz auf den Weg gebracht. Erste Lesung im Senat hat das Gesetz passiert. Das heißt, im Herbst werden wir in Berlin eine Diskussion bekommen über dieses Gesetz und damit auch über die Frage der zukünftigen IT-Strukturen im Land Berlin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da auch durchaus ein Handlungsbedarf ist, dass wir die Möglichkeiten eines Stadtstaats an dieser Stelle bei weitem noch nicht ausgereizt haben. Wie viel Ihrer Arbeitszeit sind Sie wofür? Verbringen Sie mit welchen Zuständigkeiten ungefähr? Grob gesprochen von Montag bis Freitag mit IT und Samstag und Sonntag für den Sport. Ich will aber noch mal ganz kurz zum Thema IT-Planungsrat was sagen. Also ich bin immer auch ein Freund klarer Worte, weil man damit auch manchmal auch durch eine gewisse Überzeichnung auf bestimmte Problembereiche auch aufmerksam machen kann. Nichtsdestotrotz, der zu sagen, der IT-Planungsrat ist da mal so ein Gremium, was sich mal so trifft und sich da nichts bewegt, so weit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen wollen. Richtig ist, es ist Handlungsbedarf, es ist ein Reformbedarf vorhanden. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Projekte gehabt, die auch der IT-Planungsrat angestoßen hat, die er begleitet hat. Wir haben auch erfolgreiche dezentral angesiedelte Strukturen, ob das in Bremen, Hamburg oder Magdeburg ist, in Bremen beispielsweise die COSIT, die für die Koordinierung IT-Standards auch mit zuständig ist. Und wir haben jetzt seit einiger Zeit die Diskussion über das Projekt FITCO, föderale IT-Kooperation, wo die Gemeinschaft der Länder und auch natürlich der Bund klar erkannt haben, dass es notwendig ist, die Strukturen zu straffen, sie besser auch auszustatten und auch dann eine bessere, stringentere Form der Projektkoordination vorzunehmen und damit auch eine größere Schlagkraft, so könnte man sagen, des IT-Planungsrats in IT, bei IT-Projekten selbst zu entwickeln. Auf der letzten Sitzung haben wir einen kraftvollen Beschluss dazu gefasst. Nun müssen wir mal schauen, dass wir noch die Rahmenbedingungen auch so kraftvoll beschließen, dass wir diesen Beschluss dann auch mit Leben ausfüllen. Das werden wir sehen, ob wir das zum Beispiel bis Oktober diesen Jahres noch realisieren können. Ich kann ja dem sehr Innenminister ein Geheimnis verraten, dass wir das auf der IMK vielleicht am Rande besprechen. Und da haben wir das schöne Thema, wer koordiniert denn? Der Bund sagt, das könnten wir machen. Die Länder sagen, nee, das darf der Bund aber nicht machen. Und dann machen wir es irgendwie gemeinsam und dann gucken wir, wie kraftvoll das ist. Herr Riemsberger. Frank Riemsberger, Accenture. Wie macht es denn die Wirtschaft? Zum einen die Governance, wie der Herr Ludwig da sagt, aber wenn man dann sich die großen Konzerne angeschaut mit Dutzenden von Landesgesellschaften, Hunderten oder von Abteilungen, die sagen dann auch, lass die nur mal reden. Da gibt es in der Wirtschaft einen zweiten Hebel. Die sagen, wir nehmen euch das Budget weg. Ihr müsst dieselbe Leistung erbringen mit der Hälfte des Geldes. Dann sagt die einzelne Abteilung, das funktioniert nicht, aber insgesamt geht es dann doch. Und es gibt gute Beispiele im Land. Guckt man sich mal die gesamte Anwendungslandschaft der Sparkassen an. Die haben über die Jahre hinweg alle ihre eigenen Systeme abgelöst, sind auf das System der Finanz-IT migriert und haben bessere Funktionalität und eine höhere Effizienz in ihrem Verwaltungsapparat, weil sie einfach sozusagen sich nicht mehr leisten konnten. Und ich glaube, wir brauchen die Governance, aber wir brauchen auch letztendlich irgendjemand, der sagt, ihr müsst dieselbe Leistung mit der Hälfte des Geldes erbringen. Es wird dann gehen. Herr Fitt hat gezeigt, mit virtuellen Arbeitsmarkt. Funktioniert wunderbar mit einem Arbeitsmarkt, virtuellen, in ganz Deutschland. Und ich glaube, wenn man den Zweiklang hinkriegen, Governance und Budget, dann wird sich was bewegen. Bevor Herr Dauderstadt rankommt, Herr Fitt, nochmal sagen Sie was zur IT-Struktur in der BA. Also wie sind da die Macht- und Zuständigkeitsfragen geregelt? Eindeutig zentral bei mir. Also Klaus Fitt, Bundesagentur. Ja.
Das IT-Budget ist bei mir. Ich nehme mal das, was Herr Ludewig gesagt hat. Wenn da eine Fachseite eine Idee hat, das geht in Richtung IT, muss das mit der IT abgestimmt werden. Die IT hat immer ein Vetorecht. Wenn irgendwas beschafft werden soll, was individuell ist, das kann ja richtig und sinnvoll sein. Aber da stellen wir schon sehr konkrete Fragen, was ist der Nutzen und warum weiche ich vom Standard ab. Wem berichten Sie? Ich berichte an Herrn Weiser, den Vorstandsvorsitzenden. Vielleicht darf ich zur CIO-Funktion was sagen, weil ich kenne in den unterschiedlichsten Organisationsformen die CIO-Funktion. Ich glaube, als CIO muss man IT-mäßig fachkompetent sein und Erfahrung haben. Ich meine jetzt wirklich praktische Erfahrung, denn bei Großprojekten ohne praktische Erfahrung ist es schwierig einzuschätzen, wie groß das Risiko ist. Das ist ein Thema. Und er muss auf der geschäftlichen oder Verwaltungsseite ein Gesprächspartner auf Augenhöhe sein. Das heißt, er muss die Verwaltungsvorgänge kennen, sonst wird er nicht akzeptiert. Vetorecht bin ich sofort bei Ihnen. Und ich kann Ihnen sagen, was der größte Hebel ist, das ist das Budget. Ist so. Klaus Dauderstedt, Bund und Tarifunion. Einmal im Jahr lädt die Bundesregierung ein nach Meseberg die wichtigsten Sozialpartner der Arbeitgeber und der Gewerkschaften. In diesem Jahr haben wir uns auch mit IT-Fragen beschäftigt. Einer der Gäste dort war der Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation mit einem breiten, auch amerikanisch orientierten Horizont. Ich bin ziemlich zusammengezuckt, als er sagte, die meisten CIOs hier in Deutschland hätten die Funktion von digitalen Hausmeistern. Und ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, wie er die IT-Verantwortlichen im öffentlichen Dienst definieren würde. Da habe ich nochmal ein neues Thema, das ist, glaube ich, ausdiskutiert. Also wir sind uns halbwegs einig zu sagen, wir brauchen Anwendungen, die skalierungsfähig sind, die attraktiv sind für den Bürger. Zweitens, wir müssen die Organisation so machen, dass es von oben nach unten auch wirklich funktioniert. Ich habe jetzt nochmal, ich habe eben gesagt, Spaßbremse, ich will das Thema Sicherheit nochmal anwenden. Alles, was wir jetzt ja besprechen, führt auch zu Vernetzungsprozessen. Und wir sehen natürlich, dass je vernetzter Anwendungen sind, so anfälliger sind sie. Und das sehen wir beim Deutschen Bundestag zum Beispiel. Beim Deutschen Bundestag, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, schon gar nicht als Mitglied der Exekutive, obwohl ich auch Abgeordneter bin, aber da haben wir schon das extreme Problem, wir haben ein System der Bundestagsverwaltung, wir haben Systeme der Fraktionen und jeder Abgeordnete, über 600, will natürlich von außen auch zugreifen und hat seine eigenen Verträge mit seinen eigenen Dienstleistern. Das ist per se kompliziert zu organisieren und vielleicht mal gucken, was Sie da entscheiden. Also ist das, was wir uns jetzt erträumen, dass das alles bruchfrei geht, das Bürgerkonto, wo man also sein Auto anmeldet und das Kindergeld und ich weiß nicht, was er alles macht, kriegen wir das sicher hin. Ich lasse mal den Datenschutz nochmal weg, aber sozusagen die IT-Sicherheit im Sinne von Safety einfach mal. Kriegen wir das hin, Herr Witt? Ja, man muss dafür investieren. Man muss ganz nüchtern betrachten, wenn man Online-Angebote anbietet, dann öffnet man sozusagen das Netz, die Anwendung und die Datenbestände. Das wiederum bedeutet, weil es läuft ja Intelligenz draußen außerhalb des eigenen Netzes. Da muss man Vorkehrungen treffen, da gibt es jede Menge Techniken und Technologien, da muss man investieren, damit nicht jemand von außen zugreifen kann. Vielleicht kann ich noch was zu den Angriffen sagen, das werden Sie, Herr Minister, vielleicht noch viel besser kennen als ich. Wir stellen nur fest, die Angriffe werden immer professioneller. Das ist nicht so, dass man sagen kann, wir hatten gestern einen guten Stand und das reicht für heute. Man muss kontinuierlich daran arbeiten und muss so abgrenzen und eingrenzen, dass wenn jemand eindringt, er nur bis zu einer gewissen Grenze kommt, weil die Angreifer werden noch kompetenter und noch professioneller werden. Also wenn man sich nach in Richtung Online öffnet, mit Kundendaten und alles, was dazugehört, dass der Kunde die Daten verändern kann, muss ich in Sicherheit investieren und mehrere Schutzmechanismen aufbauen. Das ist unbedingt erforderlich. Und da muss ich richtig investieren. Und da könnte man wieder, ich will ja auch was für meinen Personalausweis tun, da könnte man dann über die sichere Identifizierung natürlich zentral den Personalausweis dann nutzen. So, Herr Hauswirth. Also ich glaube, dass der Personalausweis ein wichtiger Baustein ist, aber allein wird es nicht gehen. Sie haben das Thema Vernetzung angesprochen. Vernetzen können Sie positiv und zum Vorteil oder auch negativ. Also ich stimme dem Vorredner zu, dass das signifikante Investitionen bedeutet,
Man muss nämlich erstmal die Sicherheitslage richtig verstehen. Vernetzung hat potenziell das Problem, dass man über viele Einfallstore rein kann. Andererseits kann man das auch auf den Kopf stellen und sagen, Vernetzung können wir auch umgekehrt interpretieren in bestimmte Leute haben nur eine bestimmte Sicht auf bestimmte Daten. Das kann trotzdem vernetzt sein und es gibt so eine Art Gatekeeper-Funktion, wo man sagt, okay, nur da und an mir vorbei geht es durch. Das heißt, wenn Sie so vernetzen, dass Sie alles zentralisieren, haben Sie technisch gesehen eine Single Point of Failure, das ist Fort Knox, wenn man da mal im Tresor drinnen ist, hat man alles. Sie könnten aber, und da ist Föderalismus auch durchaus ein nutzbringendes und sinnvolles Sicherheitskonzept, die auf Funktionsebene vernetzen, dass sie die Funktionen durchführen können, aber die Daten und die Rechte so föderalisieren, dass niemand oder dass sie keinen einzigen Punkt haben, wo sie wirklich durch einen Angriff wirklich überall reinkommen. Das abzuwägen das heißt doch, ist. Das heißt, ein Loch im Netz ist nicht so schlimm wie ein Loch in der Mauer. Genau. Und das ist ja auch genau. Beim Fischernetz so oder bei der Mauer. Hm? Das ist ein interessanter Punkt, da habe ich noch nicht so dran gedacht. Bitte, Herr Riemensperger nochmal. Dann Frau von Delden nochmal. Riemensperger Accenture, ich wage es sogar zu behaupten, dass wir die Sicherheit in der Dezentralität nicht in den Griff bekommen. Weil wir nie in der Lage sein werden, so viel Geld aufzuwenden, dass wir sehr viele losgelöste dezentrale Systeme künftig wirklich sicher machen. Da muss man auch wieder schauen und sagen, wer ist denn führend in der Industrie? Das sind sicherlich die Finanzdienstleister. Die gehen über, sozusagen jede einzelne Transaktion zu verifizieren, jedes angeschlossene System über Hardware Encryption zu verifizieren. Und letztlich über Analytik die einzelnen falschen Transaktionen rauszufiltern. Das ist ein irrer Aufwand. Und das wird nur gehen über gemeinsam gescherte Plattformen. Das heißt, wenn wir glauben, dass wir in der Dezentralität sicher sind, das wird nicht so sein. Der Schaden ist vielleicht nicht so groß, weil Sie richtigerweise sagen, sozusagen, dieses eine System, wenn das ausfällt, dann sind die anderen nicht betroffen. Aber es gibt wahrscheinlich inzwischen genug, die alle angreifen. Will heißen, wenn man mal schaut, wie viel der Sicherheitsvorfälle werden vermeidbar heute, da gibt's, wir haben eins der besten Sicherheitsinstitute im Land, das ist der Professor Weidner Fraunhofer in Darmstadt. 80-90% sagt er, könnte man sofort ausschalten, indem man das, was da ist, nur nutzen. Problem ist, die Leute sind nicht trainiert und sie können es auch nicht erkennen. Im Auto sieht man einen Sicherheitsgurt an und hat sozusagen optisch die Wahrnehmung. Die Sicherheitsindustrie hat es nicht geschafft, sozusagen diesen grünen Punkt zu entwickeln, nach dem Motto, jetzt bist du sicher, du kannst es sichtbar wahrnehmen. Da ist noch aufzuholen. Dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich glaube, da kommen wir ganz schnell auch zu einer nochmal deutlich größeren Diskussion rund um auch IT-Nutzung und Umgang mit IT in der Bildung. Also wenn ich einfach auch als, wenn ich als Mitarbeiter der Verwaltung nicht ganz selbstverständlich weiß, wie ich ein System auch sicher nutze und das von vornherein gelernt habe, dann wird es auch mir sehr, sehr schwer sein, das nahezubringen. Und da kommen wir schnell zu einem Thema, zur Veränderung von Arbeitswelten. Ja, wir arbeiten nicht nur immer mehr auch remote und mobil, sondern wir erledigen auch immer mehr Arbeiten im Internet. Also wir erledigen nicht nur unsere Arbeit selbst über das Internet, sondern wir erledigen Arbeiten, die grundsätzlich über das im Internet überhaupt erst anfallen. Und auch hier kommen wir natürlich ganz, ganz schnell auf den Punkt, dass die Vernetzung eigentlich der größte Faktor in der Sicherheit ist. Und ich glaube, hier haben wir viele Themen, die sei es von dem selbstverständlich gelernten Umgang mit digitalen Tools und Medien bis hin zur Veränderung von Arbeitswelten, haben wir hier tatsächlich ein sehr komplexes Bild. Ich will zum Thema Sicherheit noch mal eine These sagen, die ich da häufiger schon auch mal ein paar Mal vorgetragen habe, die für diese Debatte, glaube ich, wichtig ist. Wir reden sonst im nicht-digitalen Leben über gestufte Formen der Sicherheit. Ein Cabrio ist nicht so sicher wie ein anderes Auto. Wenn ich einen Sicherheitsgurt anlege, bin ich nicht so sicher, wie wenn ich einen anlege. Wenn ich einen Fahrradhelm aufsetze, bin ich sicherer, als wenn ich keinen Fahrradarm aufsetze. Trotzdem ist Fahrradfahren in Berlin gefährlich. Und wir können mit gestuften Formen der Sicherheit umgehen. Das haben wir uns angewöhnt. Im digitalen Bereich haben wir uns das noch überhaupt nicht angewöhnt. Da gibt es nur 0 oder 1, also sicher oder unsicher. Und der Bürger kriegt zwei Botschaften gleichzeitig. Die eine ist, wenn du mein Produkt kaufst, bist du total sicher. Und dann liest er gleichzeitig jeden Tag
von Hackern und anderen, die sagen, nichts ist sicher. Also entsteht Sorglosigkeit. Wir müssen also, wenn wir für Sicherheit werben wollen, über gestufte Formen der Sicherheit reden, haben wir sonst in der Verwaltung auch. Manche Sachen sind offen, manche Sachen sind VSNFD, manche Sachen sind geheim und streng geheim. Wir können auch mit gestufter Sicherheit umgehen. Und bei manchen Sachen im Bürger-Staat-Verhältnis ist es eben einfach nicht so schlimm, wenn jemand anders da drauf hackt. Das ist dann eben so. Das ist, wir haben auch ein Klingelschild draußen, da steht Ludewig an der Tür dran oder so etwas. Da sind, ja, wenn er jetzt eine unerwünschte Werbung eingeschlossen kriegt in seinen Briefkasten, das ärgert ihn, aber das findet statt. Und andere Sachen wollen wir eben, dass die sicherer sind. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, auch im Verhältnis Staat-Bürger, über gestufte Formen der Sicherheit in der Anwendung auch zu reden, dann kriegen wir, glaube ich, auch einen Teil der Hysterie weg und einen Teil auch, glaube ich, kriegen wir einen Vorteil. So geht es, glaube ich, und dann kann vernetzt trotzdem, glaube ich, ziemlich viel stattfinden. Wir kommen zur Schlusskurve. Ich will Sie noch mal fragen, hat mich schon bewegt, was Sie gesagt haben. Warum sind eigentlich Anwendungen, Online-Anwendungen, aber ehrlich gesagt nicht nur Online-Anwendungen, auch Formulare der Verwaltung so kompliziert? Wir hatten mal eine Phase, da war ein Videorekorder, praktisch für Lieschen Müller unbenutzbar, weil die Gebrauchsanweisungen der Videorekorder einfach nicht verständlich waren. Und das hat sich dadurch geändert, dass man es einfach nutzt und in die Gebrauchsanweisung gar nicht mehr guckt. Und in der Tat hatte Apple lange Zeit einen Vorteil, weil es einfach so leicht anwendbar ist. Die ersten Computer, da musste man erste Schritte runterladen, dicke Bücher lesen, hat kaum einer gemacht. 80% der Anwendungen waren einfach nicht, wurden nicht genutzt, weil sie nicht verständlich waren. Hat sich alles geändert. Und woran liegt das? Sollen wir Ihnen jetzt mehr Werkverträge geben, dass Sie das irgendwie besser machen? Ja, also wie kann man das denn hinkriegen? Katharina van Delden in Osabi. Das, womit wir uns ja tagtäglich beschäftigen, nennt sich Crowdsourced Innovation, soll heißen, die Schwarmintelligenz nutzen, um genau solche Verbesserungspotenziale aufzudecken, und zwar nicht nur zu erkennen, wo muss ich verbessern, welches Formular muss ich ändern, sondern vor allem auch Ideen zu identifizieren, wie kann ich es denn konkret machen, bis hin zu Partnern zu finden, die es dann auch umsetzen können, die Vorschläge machen. Und hier gilt es, die Möglichkeit für einen solchen Feedback-Kanal zu schaffen und Feedback auf der einen Seite im Rahmen von kleinen Verbesserungen, aber auch Feedback und Ideen einzuholen, wenn es wirklich um ganz große Themen und neue Anwendungsfelder geht. Denn ich glaube, nichts hat die Digitalisierung uns mehr gezeigt, als dass jedes Nischenwissen, was benötigt ist, oder grundsätzlich viel Wissen, was benötigt ist zur Entwicklung eurer Angebote, kann ich gar nicht in meiner eigenen Organisation haben, kann ich gar nicht in meinem direkten persönlichen Netzwerk abbilden und damit arbeiten, sondern über die Digitalisierung und die digitalen Möglichkeiten schaffe ich es, genau diese Menschen da zu finden, wo sie das auch das Expertenwissen oder das Anwendungswissen haben. Also kurze Antwort. Über ein Community-basiertes Denken, die Menschen finden, die einem sagen, das Formular oder auch ganz grundsätzlich die Idee müsste sich weiterentwickeln. Da gibt es noch Verbesserungspotenzial bis hin zu konkreten Ideenfindung, Ausgestaltung, also deutlich über ein reines Befragen hinaus, ein echter Dialog. Es gibt sicher Vorbehalte der Verwaltung gegenüber der Community, würde ich denken. Aber gibt es sie auch umgekehrt? Also wäre denn ein Großteil der Community bereit, das zu machen, oder sagen die, na, der Staat, wer weiß, und ich will nicht mit dem und so? Wie schätzen Sie das an? Van Delden in Osabi. In der Wirtschaft sehen wir, dass solche community-basierten Innovationsprozesse dann funktionieren, wenn die Teilnehmer entweder selbst ein Problem haben und das Problem lösen wollen, ja, und sagen, ich mache mit, weil mir es helfen würde, wenn das Problem gelöst ist, oder wenn sie einfach Spaß dran haben, wenn sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, wenn sie sich einen gewissen Status erarbeiten können als Experte. Das heißt, damit solche Ansätze funktionieren, muss die Motivation der Teilnehmer und in diesem Fall der Bürger intrinsisch sein. Wenn ich sie also daran packe, wenn ihr uns hier helft, das Angebot weiterzuentwickeln, wenn ihr eure Ideen einbringt, eure Vorschläge, dann könnt ihr diesen Service tatsächlich selbst besser nutzen, dann wird es für euch einfacher. Oder ihr könnt euch selbst positionieren als der Experte in dem Bereich, dann wird es funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn man auf extrinsische Faktoren setzt, wie gewinnt die nächste Waschmaschine, ja, oder hier gibt es einen Geldpreis. Also dann wird es nicht funktionieren.
Ja, jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen und dann machen wir hier Schluss. Ja. Bitte. Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Also ich denke, das ist ja auch ein Appell, Herr Minister, an Sie selber, an den Gesetzgeber. Eigentlich müsste man schon bei jedem Gesetz überlegen, kann ich das leicht digitalisieren? Kann ich das leicht umsetzen? Erster Punkt. Und manche Gesetze sind über die Maßen kompliziert und da muss man sich nicht wundern, dass sie auch digital kompliziert sind. Zweiter Punkt, ich glaube, man muss die Bürger doch da abholen, wo sie stehen und was sie können. Fast jeder kauft ein auf einer Online-Plattform Amazon und er ist gewohnt, er tut Dinge in einen Korb, er geht zur Kasse, er bezahlt. Natürlich kann man das auch im Verwaltungsvorgang abbilden und damit so eine Vertrautheit erzeugen. Ich glaube, da haben wir noch viel zu arbeiten, denn viele digitale Vorgänge beginnen erstmal mit Belehrung und das habe ich dann zur Kenntnis genommen, ich stimme dem zu, dann langweilt er sich schon, wenn er irgendetwas will. Und da kann man wirklich von der Wirtschaft lernen und ich glaube, das wäre ein sinnvoller Ansatz, einfach das, was die Leute können, zu nutzen, um es auf unsere Aufgaben zu übertragen. Jetzt muss ich aber einmal sagen, als Verfassungs- und Datenschutzminister, ganz ohne Belehrung wird es nicht gehen. Und man kann jetzt nicht Amazon und andere Firmen kritisieren, dass sie ein bisschen wenig belehren und sagen, dann machen wir das auch so. Also das musste jetzt mal gesagt werden zum Protokoll. Herr Riemensberger? Ja, Frank Riemensberger, Accenture. Unsere Industrie, gerade die Softwareindustrie, ist ja nicht so alt. 30 Jahre, wenn überhaupt. Und man kommen die Leute her, sie kommen von den Wirtschaftsprüfern, die Prozesse automatisiert haben, oder sie kommen aus den Ingenieuren, die eine Oberfläche für eine Maschine machen. Beide haben es nicht geschafft, vernünftige Benutzeroberflächen zu machen seit 30 Jahren. Was machen wir jetzt als Firma? Wir haben hier im Prenzlauer Berg, Artisten, Künstler eingestellt, die aus den Menschen rauskommen. Wir müssen einfach andere Berufsbilder ausbilden, dann wird das auch mit den Oberflächen. Herr Minister, Herr Innenminister, mehr Künstler braucht das Land. Und mehr Power, jetzt im guten Sinne, und mehr Anwendungen und weniger Denken in bisherigen Zuständigkeiten. Das ist die kürzestmögliche Zusammenfassung der Debatte, die ich geben kann. Wir werden uns Mühe geben. Schlussworte gibt es jetzt nicht. Ich finde nur, sage ich mal, als Selbstlob irgendwie für so einen Verwaltungskongress war das hier ziemlich lustig. Ich bedanke mich. Also, Sie haben uns einen wunderbaren Einblick gegeben, was Sie da sonst in der Runde so tun. Ich glaube, Sie haben jetzt völlig neue Erkenntnisse geliefert. Und ansonsten, glaube ich, ist Ihnen eines, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, glaube ich, da durchgegangen. Wissen Sie, dass Sie die Schlagzeile der Bild-Zeitung morgen beherrschen? Er stutzt jetzt. Innenminister, Doppelpunkt, meine Geschäfte mit den Drogenhändlern. Ich vermute mal, auf YouTube haben Sie alle Chancen, damit gewisse Rekorde zu brechen. Wie die Kanzlerin das sieht, das werden Sie uns dann beim nächsten Kongress berichten. Es gab hier Beifall zu dem Satz. Also. Ich verteile keine weiteren Noten. Es war kurzweilig und ich habe jetzt noch einen Gast, den ich Ihnen vorstellen möchte. Ich freue mich, dass Reinhard Wagner hier ist. Der kriegt jetzt erstmal einen Applaus und kommt dann zu mir. Herr Wagner, herzlich willkommen. Bevor ich Sie jetzt vorstelle, Sie kennen die unpräzisen Journalisten, lasse ich das Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement. Es ist jetzt die Werbeabteilung, aber jeder darf mitmachen, weil es Werbung für eine gute Sache ist. Also, fangen Sie an mit der guten Sache. Das Mikro gibt dem Moderator nie aus der Hand. Sie werden merken, warum. Meine Damen und Herren, ich habe drei schlagende Argumente, warum Sie jetzt hier bleiben sollten. Erstens ist es warm und trocken hier. Gehen Sie nicht raus, es ist nämlich wirklich fürchterlich nass und kalt. Zweites Argument, es ist Stau auf der Leipziger Straße, die Queen kommt. Also halten Sie es noch ein bisschen aus, später ist es dann wahrscheinlich leichter nach Hause zu kommen. Das dritte ist,
Unser Motto, Kompetenz stiften, Zeit schenken für gemeinnützige Projekte. Weil die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Projektmanagement. Wir haben viele Erfolge in der Wirtschaft, auch in der öffentlichen Verwaltung. Jetzt ein bisschen langsam aus Bayern kommend hier in Berlin. Aber nein, es geht darum, dass wir auch Projektmanagement brauchen für gemeinnützige Zwecke, für soziale, für bürgerschaftliches Engagement. Wir haben Millionen Menschen, die sich bürgerschaftlich ehrenamtlich engagieren und die brauchen Projektmanagement. Und unsere Idee ist jetzt heute Abend, Sie haben ganz viel Kompetenz getankt. Lassen Sie sich inspirieren, geben Sie ein bisschen von der Kompetenz ab, helfen Sie den Initiativen voranzukommen, so wie Sie es auch jetzt hier den ganzen Tag über diskutiert haben und morgen werden. Wir laden Sie ein, Initiativen kennenzulernen und natürlich Networking, Erfahrungsaustausch und weiter Kompetenz tanken. Und das auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Vielen Dank. Und ich glaube, in der Stimmung kann es auch weitergehen. Wir können gerne nochmal das Thema CIO diskutieren. Ich lege eins drauf, CPO, Chief Project Officer. In dem Sinne, vielen Dank. Also, bleiben Sie hier, Sie sind eingeladen, Sie auch alle. Herzlichen Dank, ich wünsche uns einen wunderbaren Abend und wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön.